Wen sollte ich als ersten Gast einladen? Nach Corona und Pandemie. Es ist doch völlig klar. Ich bitte Sie so herzlich wie möglich, meinen heutigen Gast Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, zu begrüßen. Also, man sieht so wenig. Bei dir tobte der Saal, bei Gerhard Baum war es verhaltener. Muss ich noch mal drüber nachdenken. Der kommt ja noch, der kommt ja noch. Lieber Jens Spahn, Sie sind mein erster Gast nach einem langen Pandemieausfall. Aber zur Pandemie kommen wir später. Sie wurden 1980 in Aarhus geboren und lebten in einem, muss ich lesen, Ortsteil von Aarhus-Ottenstein, das auch als Dorf bezeichnet wird. In dem Ortsteil leben 3.700 Einwohner. Was meinen Sie, wuchsen Sie eher in Ottensteiner auf oder in Aarhus? Also erstmal freue ich mich auch wieder mal, wo sein zu können, wo Menschen sind und wo man sich begegnen kann und nicht nur Videokonferenz. Das ist zwar praktischer, aber so ist schöner, Gemeinschaft zu erleben. Und wir sind zwar noch nicht raus aus dieser Pandemie, aber wir sind auf dem Weg raus und das merken wir heute Abend. Deswegen erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ottenstein. Also ich bin groß geworden in diesem Dorf, das übrigens Ottenstein heißt, weil ein Graf namens Otto eine Burg aus Steinen gebaut hat. So einfach sind die Dinge manchmal. Ja. Und ja, in diesem Dorf war ich eigentlich, bis ich dann zur weiterführenden Schule nach Aarhus gegangen bin, in die große Stadt, eigentlich ständig. Das ist das, was mich geprägt hat, mein Elternhaus, Jugendarbeit, Kindergarten. Wie lebt es sich denn als Kind in einem solchen Ortsteil? Man kennt ja fast alle. Man kennt alle, ja. Es ist toll. Also ich manchmal denke ich so, klar, es gibt es woanders auch, aber es war einfach toll, weil du konntest halt immer auch raus, unterwegs sein. Es ist auch anders als heute. Es gab ja, ich rede jetzt auch schon wie Opa von früher, aber es gab halt keine Handys. Und man war halt im Zweifel mal 5-6 Stunden unterwegs am Nachmittag, irgendwie bei den Bauern auf dem Hof mit den Kumpels. Und keiner hat angerufen, gesimst, die Eltern waren nicht besorgt. Das war schon eine schöne Zeit. Sie haben eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Da müssten Sie doch erhebliche Erziehungsarbeit leisten, oder nicht? Der Älteste muss eigentlich mehr erstmal die Dinge durchkämpfen, die dann der Jüngste, also wie lange man raus darf, was man wann, in welchem Alter darf, das kämpft ja eigentlich immer eher der Älteste durch. Da wir nur 2 Jahre jeweils auseinander sind, also immer 2 dazwischen, war der Altersunterschied nicht so groß, dass da wirklich Erziehungsarbeit untereinander war. Ich glaube, wenn der Altersunterschied ein bisschen größer ist, ist das mehr. Aber natürlich, wenn man schon zu zweit oder dritt ist, musst du halt schon zu Hause auch mal teilen und mal streiten. Ja, das ist wahr. Haben die was Vernünftiges gelernt im Unterschied zu uns beiden? meine Schwester ist Sozialpädagogin, arbeitet mit Kindern mit Behinderung und hilft den Familien. Und mein Bruder der stellt wirklich noch was her, Maschinenbauingenieur. Fantastisch. Ihre Mutter arbeitete bei einem Sanitärgroßhändler. Ihr Vater war dort Prokurist. Wie schätzen Sie heute die Erziehung durch Ihre Eltern ein? Worauf legten die besonderen Wert, wo Sie sagen, das hat mich doch geprägt, dass Sie darauf so viel Wert legten? Also ich kann es anders formulieren. Ich habe in dieser Pandemie, wo es ja auch für den Gesundheitsminister kein Schonwaschgang ist, wie für alle anderen auch nicht, mit viel hoch und runter, mal irgendwann zu meiner Mutter gesagt in einem Telefonat, irgendwas müsst ihr richtig gemacht haben, denn bei allem, was so auf mich einprasselt, verliere ich eigentlich sehr selten meine Grundruhe. Und das, glaube ich, habe ich einfach mitgekriegt von zu Hause, dass was immer auch ist, da so eine Konstante ist, auf die ich mich immer verlassen kann, das sind meine Eltern, das ist mein Elternhaus, egal was drumherum in der Welt passiert, die stehen zu mir und das hat auch in den letzten Monaten eigentlich mir eine gewisse innere Ruhe gegeben. Das stimmt, glaube ich. Haben Sie auch ausgestrahlt. Sie mochten die Kindertagesstätte oder den Kindergarten nicht. Warum nicht? Ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht, ob Sie noch alles erinnern, als Sie 3 oder 6 waren. Ich war das erste Mal im Kindergarten verliebt und war der Einzige, der darum bat, später abgeholt zu werden.
erklärt vielleicht auch einiges. Ja. Aber jedenfalls, ich kann mich echt, ich weiß nicht, ob das wiederkommt, manche sagen ja, das kommt, ich kann mich total schlecht erinnern an die Zeit, so, als ich 2, 3, 4, 5 war. Meine Mutter berichtet mir, dass ich tatsächlich in diesen Kindergarten, man würde auf in Westfalen sagen, zum Verrecken nichts rein wollte. Ich habe mich zu Hause an die Küchenmöbel festgehalten, wenn es losging, über viele Wochen. Weiß nicht, es war irgendwie nicht meins anscheinend. Ich könnte aber nicht mal sagen, warum. Aber in der Schule fielen Sie damals schon durch Ihre direkte Art auf. Sie schrieben auch in Ihr Poesiealbum etwas, was Sie dann korrigieren mussten. Was mussten Sie denn korrigieren? Naja, ich weiß gar nicht, ob es das auch heute noch überhaupt so gibt oder ob die dann digital sind, aber damals war das so eine Zeit lang in, dass jeder Poesiealben hat, man das dann den Freunden mitgibt, die schreiben was rein, so Hobbys und was man mag und was man tut. Und ich habe bei einer Mitschülerin, mit der ich, ist einer der wenigen, mit der ich heute noch einen wirklich guten Freund, viele verliert man ja irgendwie über die Zeit aus den Augen und den Ohren, ja. Aber mit ihr habe ich bis heute einen guten Kontakt, aber damals musste ihre Mutter bei meiner Mutter sich beschweren, weil ich irgendwas nicht sehr Nettes da reingeschrieben habe. ich weiß, es war kurz vor der Beleidigung, glaube ich, ich war irgendwie böse. Und das, aber es ist verjährt. Es ist verjährt, wir sind, ja. wir sind auch danach wieder gute Freunde geworden, aber irgendwie, ich weiß nicht, woher kommt denn das überhaupt? Ja. Ich kenne die meisten Mitarbeiter Ihres Bundesministeriums und da erkunde ich mich. Die wissen sowas. Als Elfjähriger, 1991, waren Sie das erste Mal im Osten. War das für Sie ein erschreckender Eindruck oder ein lebendiger oder was war das? Man muss ja sehen, ich bin an der niederländischen Grenze aufgewachsen, das ist meine Heimat, und das ist jetzt sozusagen weitestmöglich weg nach Westen hin. Und für meine Kindheit war immer nur so in Erinnerung, die dürfen da nicht raus. Das ist das Einzige, was ich mit DDR verbunden habe, man darf nicht raus, wir dürfen nicht ausreisen. Mehr hat das, bis ich 10, 11 war, in meinem Leben eigentlich nicht wirklich geprägt oder was zu tun gehabt. Und dann kam eben die Einheit. Das ist auch so, ich weiß noch ganz genau, was ich am 11. September 2001 gemacht habe, wie der Tag ablief. Aber diesen 9. November 89, da kann ich nichts von erinnern oder verbinden, da war ich 9. Das war, weiß ich nicht. Und dann auf jeden Fall sind wir dann zum ersten Mal, es gab damals so Partnerschaftsfamilien wurden gesucht, Brieffreundschaften sind entstanden und wurden vermittelt. Im Erzgebirge hatten wir sozusagen eine Partnerfamilie. Ja. Es gab brieflichen und telefonischen Kontakt und dann sind wir nach Thüringen gefahren. Und was ich erinnere, ist Plumpsklo. Das kannte ich halt nicht tatsächlich. Und, das kannte ich 91 eigentlich auch nicht mehr. Da war das aber so, also, dass wir dann tatsächlich, war auch alles okay, der Austausch ging ein paar Jahre, wir haben uns dann irgendwann nach ein paar Jahren tatsächlich etwas wieder verloren, aber so eine ganze Zeit lang gab es Gegenbesuche, ich weiß noch, dass ich mich verirrt habe. Das wollte ich Sie als nächstes fragen. 5 Stunden haben Sie sich im Wald verlaufen, da kriegt man doch Panik, oder nicht? Naja, ich habe jedenfalls an einem völlig fremden Wald, das erinnere ich auch noch, war ich auf einmal irgendwie ganz allein und bin da 5 Stunden rumgeirrt und wurde auch leicht panisch, weil es anfing dunkel zu werden. Und dann habe ich irgendwo in der Ferne eine Straße gehört und dann bin ich, glaube ich, noch eine Stunde da was in dieses Geräusch in die Richtung gegangen und irgendwann dann gefunden worden. Ich war ja 10, 11. Das sind so Dinge, die erinnere ich noch sehr gut von den Besuchen, von dem Austausch damals. Waren Ihre Eltern nicht auch schon in leichter Panik? Ich glaube schon. Ja. Ich finde immer wieder zu erinnern ist halt, es war ja wirklich sich ganz neu kennenlernen, jeweils zwei neue Lebenswelten oder andere Lebenswelten kennenlernen, sich aufeinander einlassen. Das war schon was Besonderes, dass man das sozusagen so zwischen Familien, fand ich jedenfalls im Rückblick, möglich gemacht hat, diesen Austausch, diese Begegnung, dass das gelungen ist, dass man sich erzählt hat über das jeweilige Leben und dadurch einfach auch Verständnis gewachsen ist. Ja. Ganz, ganz praktisch, pragmatisch und ja,
Ich glaube, dass Kinder da auch noch viel offener herangehen. Die das sowieso. Sind ja noch frei von Vorurteilen und so. Die Schule soll ihnen ja leicht gefallen sein und sie sollen besonders sprachbegabt sein. Übrigens ganz im Unterschied zu mir. Ich möchte jetzt wirklich wissen, haben Sie tatsächlich Englisch, Französisch, Russisch, Latein und Griechisch gelernt? Und können Sie das heute noch einigermaßen? Und Niederländisch, also was? Aber ich... Zu Niederländisch wäre ich noch gekommen, da muss ich Ihnen nur eine kurze Geschichte erzählen. Es gab einen Schauspieler Eschen in der DDR und als mein Vater Kulturminister war, war der bei ihm, weil er endlich einen Pass haben wollte. Und zwar, weil er in Cox Habema verliebt war und die war Holländerin und da wollte er hin und her. Hat er auch gekriegt und dann sagt er, ich werde das nie vergessen, da hat mein Vater ihn gefragt, sagen Sie mal, wollen Sie da auch vielleicht am Theater spielen, wenn Sie Angebote bekommen? Und sagt Eschen, habe ich zu ihm gesagt, ja. Und er hat gesagt, da wollen Sie dieses verballhornte Deutsch sprechen? Das ist übrigens so ein Missverständnis, dass die Sprachen wirklich so nah beieinander wären. Da gibt es ganz, ganz viele falsche Freunde, wie man sagen würde. Man denkt, das bedeutet das und das bedeutet was ganz anderes. Aber jedenfalls zu den Sprachen. Ich habe zuerst Latein gelernt. Ich war in der bischöflichen Schule und da war tatsächlich Latein die erste Sprache der Wahl. Und ich habe Latein geliebt, muss ich zugeben. Weil Deutsch und Latein noch viel mehr im Gegensatz zu Englisch. Deutsch und Latein sind sehr zielgenaue Sprachen. Durch die Grammatik kann man, und Latein, wie gesagt, noch mehr Grammatik, noch mehr Ablativ, sonst was. Du kannst durch die Grammatik wahnsinnig zielen auf das, was du sagen willst. Und Englisch ist eher wie so eine Schrotflinte, weil halt die Grammatik viel, viel weniger ausdifferenziert ist. Und ich habe Latein unheimlich geliebt. Durch meine Lateinkenntnisse kann ich bis heute ganz gut eine spanische oder italienische Zeitung zumindest so verstehen, worum es geht. Englisch, Französisch, Russisch, deswegen im westlichsten Zipfel der Republik, ja. Weil es einen Lehrer bei uns gab, der eben Russisch unterrichtete. Und wir wussten sehr genau, das war Abifach, habe ich 3 Jahre gemacht, ein leichteres Abifach gibt es nicht, wussten wir vorher, weil man muss am Ende in der Abi-Prüfung einen Brief schreiben. Ein Antwortbrief. Und dann dachte ich mir, wenn man schon so viel vorher üben kann, weil so ein Brief ist ja zu 70% immer gleich und der Rest ist ein gutes Abifach. So, und deswegen habe ich dann Russisch genommen, ganz praktisch, pragmatisch. Russisch kann ich gar nicht mehr. Minja Savudjens, danach ist vorbei. Aber lesen können Sie es noch? Ich kann die Buchstaben sozusagen schon noch, die meisten jedenfalls erkennen, ist kyrillisch, aber sprechen, verstehen ist echt nichts. Aber Englisch? Mehr. Englisch ist sprechen gut. Und verstehen gut. Französisch auch? Verstehen sehr gut immer noch. Sprechen très peu. Und Niederländisch verstehe ich auch alles, mehr oder weniger. Aber doch so, dass, also ich sage denen immer, ihr könnt jetzt nicht lästern, ich verstehe es. Aber sprechen muss ich immer erstmal wieder reinkommen, weil das halt nochmal wirklich wieder eine andere Grammatik, ein anderer Satzbau ist. Und Griechisch? Altgriechisch. Altgriechisch. Hat Luther de Maizière gelernt. Altgriechisch war sehr stolz. Ich hatte Latein, aber es war nicht mein Lieblingsfach. Wir waren exakt 3 in diesem Griechischkurs, um dieses Graecum zu machen. Ich wollte es einfach machen für den Fall der Fälle, dass Medizin oder sonst was ansteht. Und ich einfach Spaß an Sprachen habe. Also ich habe wirklich, das mag ich, liegt mir. Aber man muss Sprachen halt üben. Und das ist jetzt auch schwierig, weil jedenfalls Gesundheitspolitik ist eher auch mal international, aber nicht so häufig. Das ist wahr. In dieser Pandemie häufiger. Na, jetzt wieder. Also die Pandemie lässt sich nur für die Menschheit ausrotten oder gar nicht. Ne? Ich nehme an, dass Ihre Eltern katholisch waren und die Kinder entsprechend orientierten. Sie waren in der jungen Gemeinde und Messdiener. Wie waren diesbezüglich Ihre Erfahrungen? War das spannend? War das eine schöne Zeit? Ja. Es wird ja jetzt über so vieles da auch negativ berichtet. Ja, nein. Also die Zeit war bei uns im Dorf war alles super. Ich bin 100 Meter oder 50, sind wahrscheinlich eher als 100, von dem Kirchturm, von der Kirche steht das Elternhaus, also das Kirchengeläut mehrfach am Tag gehört dazu. Katholischer Kindergarten, katholische Grundschule, bischöfliches Gymnasium, katholische Jugendverbandsarbeit, Sommerlager. Das war das bischöfliche Canisius-Schule in Ahaus.
Die ist auch katholisch. Ja. Bischöflich halt. Ja, Bischöfe haben die Evangelien auch. Ach so, ja, aber eben, ich meinte damit ein katholisch, also ein Kirchenträger, kein städtisches, das meinte ich dann. Jedenfalls hat mich das sehr geprägt und ich weiß noch beim Messdienst dann, was mir immer in Erinnerung geblieben ist, der Pastor, das war, wissen Sie, was sich wirklich verändert hat und was mich auch umtreibt und was wahrscheinlich auch nie wiederkommt. Dieser Pastor hat halt in diesem Dorf wirklich 20, 30 Jahre gelebt. Der kannte jeden, jedes Gemeindemitglied. Wenn Beerdigung war, konnte der einfach, weil er die Leute kennt, aus dem Wissen, der Kenntnis des Menschen, was über ihn sagen oder über sie. Das gibt es heute gar nicht mehr. Die Gemeinden werden halt auch selbst da im katholischen Münsterland zusammengelegt, Priestermangel. Wenn eine Beerdigung ist, lässt er sich kurz vorher briefen. Also ich finde, da ist unheimlich viel verloren gegangen in den letzten 20, 30 Jahren in Bezug auch zwischen Gemeinde und Priester, Seelsorger, einfach in der Frage, ob der überhaupt präsent ist und wie lange vor Ort. Und das war so ein, ich weiß noch, als Norbert Blüm einmal unser Dorf besuchte zu 700-Jahr-Feier und dann der Pastor, unser Pastor sah aus wie er, das war so der Witz, das war so ein gemütlicher, ja, kann ich mir gut kleinerer. Vorstellen. Ja. Und der hat immer gesagt, ihr bestimmt die Geschwindigkeit der Messe, also die Messdiener. Wenn ihr langsam macht mit Wasser und Wein oder das Kreuz langsam in der Prozession tragt, geht's langsam. Wenn ihr schneller lauft, geht's schneller. Ihr bestimmt die Geschwindigkeit. Also der hatte immer ein großes Grundvertrauen auch in die Messdienerin und erst Messdiener, Messdienerin gab es ja später dann noch. Und das sind so Dinge, die ich einfach gerne in Erinnerung habe. Und übrigens, es war immer so, wenn man bei einer Beerdigung oder Hochzeit Messdienerte, heißt das so, Messe gedient hat, gab es nachher noch einen Fünfer. Mhm. Das war eine Menge Taschengeld. Waren ja auch 5 Westmark. Ja. Das ist so. Wie ist heute Ihr Verhältnis? Einerseits zur katholischen Kirche und zweitens zum Glauben. Zur katholischen Kirche, also ich habe da ich bin einfach groß geworden, geprägt. Ich habe da eine Selbstverständlichkeit, einfach dabei zu sein, dazu zu gehören. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch manche Spannungen. Auch in der Frage schwul, heiraten. Mein Mann, der gar nicht mehr in einer Kirche ist, aber sich so langsam wieder eher auch nähert, hätte unheimlich gerne, fast noch mehr als ich, auch einen Segen gehabt. Und wir haben, mittlerweile hätten wir jemanden, aber damals, ist jetzt auch schon 4 Jahre her, keinen gefunden, der uns einen Segen, ich will nicht heiraten, nicht Sakrament, sondern einfach nur einen Segen. Und das hat mich wütend gemacht, weil wissen, es werden Motorräder gesegnet, Meerschweinchen, alles. Aber, ich kenn aber wenn zwei Menschen einander versprechen, füreinander da zu sein, füreinander einzustehen und einfach sich dafür den Segen, ich sage nochmal, ging nicht um, ne, einfach nur einen Segen erbitten, das hat mich wahnsinnig geärgert, dass das nicht möglich war. Ich kenne aus München den katholischen Pfarrer, der auch die Car-Autos alle segnet. Und dann habe ich ihn gefragt, warum denn Chaos? Das sagt er, wieso eine Kirche, ein Gebäude wird ja auch gesegnet. Und der lebt mit einer Frau zusammen, richtig zusammen, aber heiratet sie nicht. Und der Bischof macht nichts, der Marx, weil der sich da nicht einmischt. Ich glaube, der würde an sich, sie das segnen. Ist ja das ist ja das wieder, was ich an dem Katholischen mag. Katholisch sein heißt am Ende halt auch ein bisschen, man kann ja nachher noch beichten. So, und das ist... Das ist so. Schauen Sie einfach mal, warum ist Karneval, so wie wir ihn kennen, wie wir ihn, also klar, in Berlin ist jetzt, aber warum ist Karneval in Köln und in Düsseldorf so, wie es ist, weil das einfach sehr katholische Regionen sind. Ein Karneval in einer katholischen Stadt ist ganz anders als protestantisch geprägter. Das ist eben nach der Variante, dafür ist ja Aschermittwoch dann so ein bisschen auch da, ist halt 2, 3 Tage mit allen Versuchungen und dann wird gebeichtet. Wichtig ist, dass man es ernst meint mit der Beichte. So, und das prägt katholisch sein eben auch. Das ist so diese, das ist ja das Verrückte, das gibt diese klaren Dogmen, an denen man sich oft auch stößt. Und gleichzeitig ist es auch ganz viel Leben und Leben lassen, wie eben im Zweifel zu wissen und kommen. Ich finde so, die Beichte eine hervorragende Erfindung. Sie werden ja alle Sünden los. Ich muss mich meinen Lebtag damit rumschlagen. Ja, das ist, das verstehe ich schon. Mit 15 Jahren wurden Sie Mitglied der Jungen Union der CDU. Ist es irgendwie gegeben, dass Katholiken und Katholiken sich eher für die konservative Richtung entscheiden und Evangelen eher für die SPD oder ist das jetzt vorbei? Also früher in der alten Bundesrepublik war es auf jeden Fall so.
Das war zumindest eine Prägung, so, das ist natürlich nicht ein Automatismus, aber so eine mehrheitliche Prägung. Ich sehe das bei uns im Wahlkreis. Ich habe exakt einen Ort im Wahlkreis, der ist mehrheitlich protestantisch, weil der Fürst, ein Fürst, das war ja damals, wie hieß das, Eius Religio, Eius Regio, also der, was die Religion des Fürsten war, die Religion von allen dann automatisch, musste so sein eine Zeit lang. Und da ist ein Fürst, das ist der zu Steinfurt und Bentheim, der ist protestantisch. Und dieser eine Ort ist protestantisch, alle anderen katholisch. Und die Wahlergebnisse sind unterschiedlich. Zwischen CDU und SPD. Das nähert sich immer mehr an sozusagen. Das ist nicht mehr so, aber es war bis vor ein paar Jahren wirklich sehr spürbar, dass diese Prägung irgendwie dann doch drin steckte. Ich glaube aber, das verliert wie so vieles auch an Prägung schon auch an Bedeutung. Der Weg aus der katholischen Verbandsarbeit, BDKJ, Bund der Deutschen Katholischen Jugend oder Landjugend, KJG war mein Verband, Katholische Junge Gemeinde, aus diesem ja auch immer politischem Engagement. Jugendverbandsarbeit ist ja immer auch politisches Engagement, politische Positionierung. Neben dem Sommerlager im Sauerland, in der Schützenhalle, auf der Luftmatratze mit den 100 Jungs und Mädels aus dem Dorf. So, das war das, was wir auch natürlich alles gemacht haben. Das war früher mal, wir reden heute viel von früher, aber oder ich, merke ich gerade so, aber das war früher mal der klassische Weg in die CDU. Also es, hätten Sie vor 20, 30 Jahren eine CDU-Bundestagsfraktion genommen, würde ich tippen, dass 80% diesen Weg gegangen sind, aus den christlichen, katholischen Verbänden vor allem auch hinein dann in die Politik und dann in den Bundestag. Also nicht alle, die das in den Verbänden dann nachher im Bundestag, aber fast alle, die im Bundestag gelandet sind, hatten vorher diese. So. Ich habe in einer Stadt im Süden von Baden-Württemberg, an der Grenze zu Bayern, ganz katholisch, das erste Mal so ein Karneval erlebt und sollte dann eine Laudatio auf Schubeck halten, glaube ich, oder so. War auch alles sehr, also den Koch, das war auch alles sehr schön. Ich war natürlich alleine da und da habe ich etwas festgestellt, das ist in Berlin so undenkbar. Es hatte noch keiner einen Tropfen getrunken oder was gegessen. Der Elberrat kommt rein, die Kapelle kommt rein, die spielen, alles singt und mit und klatscht, das ist in Berlin undenkbar. Wenn Sie mal Silvester an so einer Gaststätte vorbeigehen, um 20 Uhr sitzen die alle so da. Um 22 Uhr, wenn Sie sich leicht gefüllt haben, dann fangen Sie plötzlich an zu singen und so weiter. Und das bewundere ich aber. Aber das finde ich aber, das merkt man, wir sind ja jetzt auch wieder sozusagen im Vierjahresrhythmus auch viel in Deutschland unterwegs. Jetzt im Wahlkampf und ich mache, glaube ich, 80, 90 Termine quer durch die Republik, etwa die Hälfte habe ich schon und das ist Wahnsinn, weil man macht ja sehr wie ein Bühnenprogramm, wir machen ja nicht jeden Abend eine andere Rede. Nee. Die Pointen sind manchmal ähnlich, man muss ein bisschen immer einstellen aufs jeweilige Publikum natürlich, aber vieles ist auch ähnlich oder gleich. Und du merkst manchmal, wie die gleiche Pointe, die gleiche Rede, der gleiche Satz, die einen stehen auf den Stühlen, sind ganz begeistert und die anderen so. Also es ist total spannend, finde ich, das sind manchmal nur 20 Kilometer zwischen zwei Orten, wie unterschiedlich doch so eine Prägung ist. Und das Schönste, weil ich noch nicht so richtig mitlachen konnte, ich war ja nun Berliner, der da saß, und dann wurden so schweinische Witze erzählt und die CDU-Landrätin, die mir gegenüber saß, dachte immer, ich habe die nicht verstanden. Und dann hat sie mir die erklärt und das habe ich nur wieder genossen. Das war auch ganz nett. Übrigens habe ich das mal erlebt in München, Anfang der 90er Jahre, da waren wirklich auf dem Marienplatz, waren tausende Leute und dann habe ich zum Schluss gesagt, darf ich Ihnen mal am Schluss sagen, was ich an Ihnen nicht leiden kann? Das sagt man ja nicht auf einer Kundgebung und alle guckten so und dann sagte ich, dass Sie heute die ganze Zeit lachen und klatschen und am Sonntag trotzdem nicht wählen und dann lachten sie wieder und klatschen und dann bin ich von dort nach Lübeck, habe eine Rede gehalten, habe nach der Hälfte aufgehört, bin runtergehabt und gesagt, ich habe gemerkt, ich komme hier überhaupt gar nicht an. Es hat gesagt, wieso sagen die, die waren doch begeistert. Also dieser Unterschied zwischen Süden und Norden, ja? Das ist echt so. Ja. Dann denkst du echt, du hast sie gekämpft, nichts ist passiert im Saal und nachher kommt, oh, war super. Dann denkst du, hat man aber nicht. Ja, das heißt, auch über die FDP oder die SPD haben sie eigentlich nie nachgedacht, auch nicht als sie jung waren. Also ich habe, weil viele sagen, ich habe die Parteiprogramme gelesen und habe mich dann, das ist halt ich meistens für Humbug, ich habe keine Parteiprogramme am Anfang gelesen, ich hatte ein Gefühl, einfach so ein Bauchgefühl, was zu mir passt. Also ich hatte das erste Bauchgefühl, was nicht zu mir passt. Und dann hatte ich so ein Bauchgefühl, dass das passen könnte. Wenn, dann wäre es so eher so bürgerlich halt, Union, FDP. Jetzt ist einfach die Wahrheit in der Region, die so stark geprägt ist auch durch CDU. Wir haben seit 70 Jahren
prägen wir maßgeblich diese Region, auch in der Kommunalpolitik, ist da natürlich ein schnellerer Anknüpfungspunkt da. Und dann ist es einfach ganz banal wie immer im Leben, so geht man wahrscheinlich auch in Fußballverein oder was anderes. Ja, Freunde haben mich einfach mitgenommen und gesagt, komm mal mit, guck es dir mal an. Und dann habe ich einfach gemerkt, das macht mir Freude. Und zwar sowohl das Politische, diskutieren, ich diskutiere gern, ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen wollen, gehört natürlich auch dazu, also gerne auch einfach öffentliche Debatten führen und Entscheidungen mit vorantreiben, immer alles gern. Und aber auch das, also wir mit der JU haben wir immer gesagt, Party und Politik, aber eben auch den Teil, wo Gemeinschaft entsteht. Übrigens, mein erstes Mal Berlin war dann mit der Jungen Union, da war ich glaube ich 17, mit 3 Bussen zur Love Parade, wo wir dann in Kreuzberg in der Turnhalle gepennt haben. Der Döner kostete noch 1 Mark, das erinnere ich noch total gut. Ja. Und das haben wir wieder verknüpft. Wir haben hier einen Besuch gemacht an 1, 2 politischen Städten und dann halt Love Parade. Ja. 1997 bekamen Sie Aufmerksamkeit für einen Leserbrief, in dem Sie behaupteten, dass Kernenergie der Umwelt nutze. Meine erste Frage, macht es Ihnen Spaß, eine These zu vertreten, wo Sie wissen, jetzt regen sich viele darüber auf und dann die Auseinandersetzung dazu zu führen? Es muss ja noch ein Feuer. Ich weiß nicht, ob Sie Aarhus schon mal gehört haben, das ist ja die Heimatstadt. Und Aarhus ist damals in der Zeit, so zweite Hälfte der 90er, wie Gorleben, ein Symbol einfach geworden für diese Kernenergiedebatte, weil in Aarhus ein Zwischenlager steht, auch für ein zentrales. Mittlerweile haben wir ja viele dezentrale. Damals gab es nur 2, einmal Gorleben und Aarhus und Gorleben dann noch die Endlagerdebatte. Und bei uns in Aarhus steht halt ein zentrales Zwischenlager für Kernbrennelemente. Und das war natürlich eine Diskussion, also ich kann mich noch erinnern, wo wir am Busbahnhof waren, wo dann da 400, 500, 600, 800 Schüler von 4, 5 verschiedenen Schulen aus- und umstiegen. Und im Bahnhof nebendran standen 3 Castor-Behälter stundenlang rum und haben keinen interessiert. Die wurden einfach umgeschient und dann fuhren die weiter ins Lager hinein. Das war also so Anfang der 90er, Mitte der 90er. Das war in Aarhus überhaupt kein Thema. Das war ganz normal. Da haben vielleicht 4 demonstriert, alle guckten einmal hin und weiter ging's. Und dann auf einmal so 97, 98 ist das aus Gorleben, das X und anderes mehr, dieser ganze Protest nach Aarhus auch hineingetragen worden, hineingekommen und auch ein bisschen dann in der Bürgerschaft entstanden. Und damit war das natürlich so ein Thema, das in jeder Familie, in jeder Nachbarschaft, überall, vor allem als dann 1998, noch vor der Wahl, die damalige Bundesumweltministerin Angela Merkel einen Castortransport nach Aarhus dann genehmigt hatte. Bei diesem Transport, da waren wir gar nicht gewohnt. Wir haben 40.000 Einwohner, 20.000 die Kernstadt, da waren bestimmt 15.000 Polizisten in der Stadt, Hubschrauber überall, da war Spaltung fast schon in der Stadt zu sehen, weil man kam gar nicht mehr von A nach B, man hat sie regelrecht empfunden. Und das war so die Zeit, wo einfach das sehr politisch war und ja, ich mich dann auch positioniert habe, zum ersten Mal in meinem Leben, so öffentlich in einem Leserbrief. Ich glaube bis heute, dass jedenfalls, wenn es um CO2-Neutralität geht, Kernenergie eine Option hätte sein können, aber das ist alles entschieden, ist wie es ist. Aber damals war es eben noch nicht entschieden. Und dann habe ich diesen Leserbrief geschrieben und dann ist der am Samstag, ist der in der Woche entschieden, genau. Und dann bin ich freitags abends kellnern gegangen. Ich habe immer auf Hochzeiten gekellnert. Und Hochzeiten bei uns gehen bis morgens um 6, 7 Uhr, dann ist noch Lagerfeuer, sich das und so ein Zeug. Da kriegt man aber gutes Trinkgeld bei Hochzeiten. Nicht? Ja, es war auch jenseits, offenkundig jenseits jeder Arbeitszeitvorgabe. Ja. Aber jedenfalls, wenn ich dann morgens um 6 übernächtigt nach Hause, waren 50 Meter von dem Saal, und dann war die Zeitung des Samstages schon da, habe mich noch kurz in die Küche gesetzt und dann waren 20 Leserbriefe, glaube ich, gegen mich. Und ich kam so von der Arbeit völlig ermüdet, dann ist man ja emotional sowieso so ein bisschen sensibler, wenn man so übernächtigt ist. Und ich war 17 oder so und die ganze Zeitung voll gegen Jens Spahn, Leserbriefe 20. Und das war, da musste ich erstmal einen Samstag lang schlucken. Ich finde das spannend, weil jetzt Leute zu mir kommen, die sagen, sie waren immer gegen Kernenergie, aber wenn wir wirklich den Ausstieg aus der Kohle wollen, wissen sie gar nicht, wie man das ohne Kernenergie schaffen soll. Das heißt, es gibt plötzlich wieder bei einem Teil so ein Umdenken. Das Hauptproblem ist natürlich die Endlagerung, ne? Also für Deutschland ist das Thema ja auch entschieden. Alles, das macht auch wirtschaftlich jetzt keinen Sinn mehr, nachdem wir jetzt gegangen sind. Ob es für die Welt und dem Energiebedarf China, Indien, die andere Länder haben, nicht vor allem die moderneren
die diesen Abfall so. Aber das ist jetzt echt nochmal ein ganz eigenes Feld. Ich finde es jedenfalls eine Debatte wert. Wir sollten manche Themen nicht immer wegsperren, nee, sondern ruhig debattieren. Jedenfalls war das damals für mich das erste Mal so politische Auseinandersetzung. Und dann rief mich der CDU-Fraktionsvorsitzende an, damals, den kannte ich vorher nicht, im Stadtrat, und hat gesagt, ist schon gerade heftig, ne? Ich sage, ja, wenn wir irgendwie unterstützen können. So, und dann ist so der Kontakt zur CDU entstanden. Ah ja, finde ich ein bisschen interessant. Ich war jetzt auf Spitzbergen und da war ein Deutscher, der mich da auch ein bisschen geführt hat. Und der hat die Idee, dass wir alle diese Brennelemente, überhaupt den ganzen Abfall, in Raketen schießen in Richtung Sonne. Und die Sonne holt sich das und der ist das wurscht. Aber ich habe gesagt, es wird ein bisschen teuer, glaube ich. Aber immerhin, ist, was so für Ideen entstehen, finde ich immer ganz spannend in solchen Zeiten. 1997 mussten Sie in einem Planspiel im Bonner Bundesrat den Bundeskanzler spielen. Sie sollten die Idee vertreten, die deutsche Flagge um einen Bierkrug zu erweitern. Können Sie sich noch an Ihre Begründung erinnern? Die würde mich wirklich interessieren. Also nicht auch im Detail, aber die Begründung war natürlich im Zweifel die Tradition und das Bier halt dazugehört sozusagen. Ob das jetzt für den Gesundheitsminister die gleiche Linie wäre, weiß ich nicht, aber jedenfalls war das damals halt noch in Bonn so ein Planspiel. Ich hatte so einen furchtbar hässlichen roten Polunder an, das weiß ich nicht, ich kenne so ein Foto damals so, und stehe dann da in diesem hässlichen Polunder im Bundesrat und spiele das Spiel. Ja. Das verstehe ich. Aber naja, also mal Bundeskanzler spielen ist ja nicht so schlecht. Jetzt sind Sie ja schon sehr viel näher dran, sage ich mal, als damals. Sie wollten zur Bundeswehr, wurden aber ausgemustert. Sie wollten Jura studieren, klappte nicht. Warum klappte beides nicht? Weder Bundeswehr noch Jura. Also Jura kann ich nur... Ich wollte mich auch nicht reinklagen in die Bundeswehr. Das war dann für mich okay. Und das andere, Jura ist was anderes, ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo Sie das alles herhaben, aber jedenfalls, jedenfalls war das so, dass diese Ausmusterung relativ spät im Jahr kam. Ich wollte eigentlich gerne zur Bucerius Law School, die damals in Hamburg gestartet war, und da waren aber alle Fristen abgelaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie ist sonst auch schon ziemlich spät, weil ich hatte eigentlich eine andere Planung. Und dann habe ich kurzfristig eine Ausbildung zum Bankkaufmann noch beginnen können. Damals bei der Westdeutschen Landesbank, die gibt es heute gar nicht mehr, bei der Westdeutschen Landesbank, der WestLB in Münster. Das war eine zweijährige Ausbildung, die gab es sonst weit und breit nicht, eine Bankausbildung in 2 Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du diesen ersten Schritt. Kaufmann ist immer für was gut. Also den Bankkaufmann verstehe ich sehr gut, aber dann haben Sie Politikwissenschaft studiert. Jetzt sind Sie ja wieder zu schnell. dann mit 19 die Ausbildung begonnen, mit 21 fertig und am Tag meiner mündlichen Prüfung, die ich dann am Nachmittag erfuhr, bestanden, und mit diesem Bestehen der Prüfung bist du quasi nicht mehr Auszubildender. Konnte ich abends am selben Tag bei meiner ersten Vorstellungsrunde für die Bundestagskandidatur sagen, ich bin Bankkaufmann. Dass die CDU einen Azubi aufgestellt hätte damals im Münsterland, glaube ich nicht. Ein Bankkaufmann war dann zumindest die Chance da. Und das hat dann was damit zu tun, dass ich dann später an der Fernuni studiert habe. Ich habe einfach 2001 bei uns im Wahlkreis daheim eine Chance gesehen, die halt selten im Leben kommt. Der Bundestag, das ist eine Debatte, die wir heute ja auch haben, ist damals verkleinert worden um 10%. Fast 60, 70 Mandate sind weggenommen worden, weil er nach der Einheit eben sehr groß geworden war. Nur bei uns in der Region gab es einen neuen Wahlkreis, weil wir Bevölkerungszuwachs durch relativ viele Kinder hatten. Und das hat dazu geführt, dass da kein Amtsinhaber war. Und ich habe gedacht, okay, die Chance gibt es selten im Leben, dass da sozusagen Wahlkreis ist, wo noch keiner ist, wo der erst warten muss, ob der aufhört oder gegen den man dann antreten müsste. Und dann haben wir überlegt mit ein paar Kumpels, sollen wir das probieren, einer von uns in dem Alter? Und ich habe gesagt, ja. Und das war eben dann der Weg ins Mandat sozusagen. Da mussten wir dann natürlich manchen politischen Kampf fechten intern in der Aufstellung, gab einige Mitbewerber. Aber dann bin ich eben Bundestagskandidat geworden. Und dadurch, ich war zwar auch parallel für den Fall der Fälle, dass es nicht klappt, in Münster eingeschrieben für BWL und Niederlandistik. Aber dann hat es geklappt. Und dann habe ich gesagt, Präsenzstudium neben dem Bundestagsmandat kannst du vergessen. Also Fernuni.
Habe ich Fernuni gemacht und zwei Jura und Politikwissenschaften. Und Jura neben dem Mandat kannst du auch vergessen. Das ist schon nochmal anders in dem, was man so an Stoff verinnerlichen muss und einfach pauken muss. Das ist einfach nur pauken dann. Und dann ist es eben am Ende ein Abschluss in Politikwissenschaft geworden. Ja, erklären Sie mir mal, was an der Politikwissenschaft Wissenschaft ist. Ich hab das schon den Professor Korte mal gefragt, aber seine Erklärung hat mich nicht befriedigt, ehrlich gesagt. Naja, es ist... Gibt es wissenschaftliche Strukturen in der Politik, die wirklich immer funktionieren? Naja, es gibt ja erstmal unterschiedliche Regierungssysteme, unterschiedliche Parteiensysteme. Klar gibt es Strukturen, die man analysieren kann und wissenschaftlich bearbeiten kann. Ja, aber die nach Gesetzen arbeiten. Also die Wissenschaft will ja immer irgendwelche Natur- oder Gesellschaftsgesetze. Ja, aber das stellt ja dann jetzt im Zweifel alle Nicht-Naturwissenschaften in Frage als Wissenschaft. Das fände ich jetzt etwas gewagt, Herr Gysi. Nö, Pädagogik, aber jedenfalls, da gibt es schon Gesetze. Ja, aber man kann ja auch in der Politikwissenschaft durchaus Muster herleiten, Regelmäßigkeiten herleiten, Muster finden, darum geht es ja auch. Und das dann verwissenschaftlichen. Das ist nicht Politik machen, das bringt man ja dann gelegentlich mal durcheinander. Motto, ja, wer Politik machen will, muss Politik, das ist Quatsch. Politikwissenschaft ist da jetzt tatsächlich die Analyse von dem, was ist, Muster erkennen, Gesetzmäßigkeiten erkennen, Regeln heraus- und ableiten, internationale Politik, nationale bis hin zur Kommunalpolitik. Das kann man schon, das kann aber doch Professor Korte hoffentlich noch besser erklären als ich. Wahrscheinlich hat das zu kompliziert erklärt, dann kann ich da nicht mit. Nein, aber was mich interessiert ist, das heißt, Sie haben nie eine normale Studienzeit erlebt, sondern nur Fernstudium, sodass Sie auch so ein richtiges Studentenleben nicht führen konnten. Das ist das eins, also nach der Bank, ich habe ein Ausbildungsleben erlebt, das war auch nicht schlecht in Münsterdorf. Sie müssen ja sehen, ich komme aus diesem 3700 Seelendorf. Und war dann für mich, war Münster schon eine ziemlich große Stadt. Habe da 2 Jahre gelebt als Auszubildender, alleine zum ersten Mal aus dem Elternhaus raus. Finden Sie sich denn in Berlin zurecht? Mittlerweile geht's. Berlin ist exakt 1000-mal so groß, ne? So in etwa. Das war schön mit Berlin auch, in meinen 20er Jahren. Ich bin ja mit 22 in den Bundestag gekommen zum ersten Mal für unseren Wahlkreis. Und es war politisch einfach von Anfang an spannend und schön, aber ehrlicherweise für so einen 20-Jährigen jede zweite Woche in Berlin und ab und zu mal ein Wochenende, das war schon auch nicht schlecht. Aber was fehlt, was ich gerne gehabt hätte, wenn Sie mich fragen, was mir so fehlt, ist wirklich ein Auslandsjahr, ob während der Ausbildung oder während des Studiums, einfach mal ein halbes Jahr, ein Jahr in einem anderen Land. Das hätte ich schon gern gemacht. Zwischen Ihrem Bachelor und Ihrem Master liegt eine Zeit zwischen 2008 und 2017. Warum hat das so lange gedauert? Das Leben und die Politik einfach. Ich habe es langsam gemacht. Ich habe da Studiengebühren bezahlt und so. Das ist alles okay, weil es so lange gedauert hat. Die sind mittlerweile auch wieder abgeschafft, aber gab es ja eine Zeit. Ist alles okay, aber es hat deswegen so lange gedauert, weil es für mich ja jetzt nicht sozusagen darum ging, schnell einen Abschluss zu haben, sondern ich habe das parallel gemacht zu dem, was ich hauptsächlich tue, nämlich Politik, den Wahlkreis vertreten, die inhaltlichen Themen machen. Und da gab es Phasen, wo mal mehr ging, mal weniger. Ich habe aber nie für mich die Option gehabt, aufzuhören, weil ich bin halt so, wenn du was angefangen hast, bringst du es zu Ende. So bin ich auch. Und wer weiß, wofür es gut will, wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben irgendjemanden sehen, diesen Abschluss, aber ich habe ihn für mich. So. Sie haben sich in der CDU und im Parlament von unten nach oben entwickelt. Besser als andersrum, würde ich sagen, oder? Wesentlich besser. Ich glaubte, das schult mehr und anders als mein Weg. Ich bin ja so 89 als Seiteneinsteiger, dann gleich Volkskammer, Bundestag und so weiter. Wenn man das so betrachtet, Kommunalpolitik, auch Landespolitik und Bundespolitik, was kann man eigentlich nur in der Kommunalpolitik lernen oder was macht es aus, dass man die kennt, wenn man in den Bundestag dann Bundespolitik macht? Also zuerst einmal ist meine These jedenfalls und auch Überzeugung, dass Politik zum ganzen guten Stück auch Handwerk ist. Ja. Dass man das einfach auch gelernt haben muss, wie Mechanismen sind, wie Mehrheitsfindungen sind, wie Kompromisssuchen sind.
verhandeln. Das ist ein anderes Verhandeln als, was weiß ich, Vertragsverhandlungen im Wirtschaftsbereich oder so. Also das muss man auch lernen, neben vielen anderen Dingen, Handwerk. Und dieses Handwerk lernt man gut natürlich auch zuerst einmal in der Kommunalpolitik. Das muss nicht sein, aber es ist jedenfalls auch nochmal eine zusätzliche Lern- und Lehrzeit, wenn man so will. Und Kommunalpolitik ist etwas, was ich sogar noch viel anspruchsvoller finde als jede andere politische Ebene. Sie ist halt echt unmittelbar. Ja. Also der Bundestagsabgeordnete oder der Bundesminister, der ist im Zweifel wieder weiter nach Berlin oder als Bundesminister, wenn ich vorgestern in Lübeck oder in Demmin war, ich mache die Diskussion, ich stelle mich der Diskussion, aber dann fahre ich auch wieder. Der Bürgermeister bleibt. Mhm. Und der Bundestagsabgeordnete ist zumindest regelmäßig in Berlin, aber jemand, der Bürgermeister ist, Ratsmitglied ist vor Ort und ich glaube sogar manchmal in den Bezirken oder in den kleineren Einheiten ist das noch unmittelbarer als in der Großstadt, dann ist das einfach direkt. Du kannst auch nicht weg und bist immer ansprechbar beim Einkaufen, beim Friseur. Alle kennen dich, gerade ja. In den kleineren Orten. Und deswegen ist das so eine Unmittelbarkeit, die dann kommen die doch auch mit Anliegen und sagen, könnt ihr nicht in der Straße mal dieses und jenes machen und so weiter. Und man muss ja dann auch Nein sagen. Die kommen mit allem. Die kommen ja auch, wenn in Berlin es nicht gut läuft oder in Düsseldorf, jetzt bei uns in Nordrhein-Westfalen oder hier beim Senat oder wie auch immer, die kommen ja trotzdem erstmal auch zu dem, der vor Ort, weil das ist der Ansprechpartner von der CDU oder SPD oder immer, den man halt kennt. Der muss für alles den Kopf hinhalten. Ja. Und klar kommen dann auch die kleinen Dinge und größeren Dinge vom Radweg, der nicht breit genug ist, halt bis zu der Frage, wie geht es mit der Stadt weiter als Schulstandort oder als Krankenhausstandort, das ist ja mit das emotionalste Thema, was es gibt, glaube ich, in der Kommunalpolitik. Und klar ist dann auch Nein sagen, ich meine, gehört zur Politik sowieso dazu, aber es ist einfach unmittelbarer, das würde ich sagen, ist der entscheidende Unterschied. 2002 sind Sie ja dann in den Bundestag gewählt worden. Sie sind aufgefallen, einmal wegen der Kernenergie, das hatten wir schon, aber dann waren Sie eben auch für die Bestrafung der Abtreibung. Und da der Abtreibung? Ja, habe ich gelesen, nicht? Man soll nicht immer alles glauben, was man will. Ja, dann bin ich sehr zufrieden. Ich wollte Sie nämlich fragen, ob wir Männer uns da nicht ein bisschen zurückhalten sollen, weil wir selbst ja. Nicht in die Situation kommen. Das stimmt. Ja, ja das ist... Ja. Jein. Also ja, wir kommen offenkundig nicht in die Situation, aber ich kenne das aus auch anderen Debatten, wenn es auch ging mal um die Verschreibungspflicht der Pille danach und anderes mehr. Und dann war nachher der Hauptvorwurf, ging dann immer, Sie haben keinen Uterus, Sie dürfen keine Meinung dazu haben. Und dann habe ich gesagt, das ist mir jetzt ein bisschen zu platt, wenn das jetzt nur danach geht. Das, Abtreibung ist zumindest eine Frage, die, wie ich finde, zumindest nur einen weiteren betrifft im Zweifel, nämlich eben das ungeborene Leben. Und das ist ein Aspekt, der mir schon auch wichtig ist, Lebensschutzaspekte und gleichzeitig, ich meine, sonst wäre Abtreibung keine Option, ist es offensichtlich eine Situation, häufig jedenfalls, finde ich, aber sehr, sehr häufig, wo es dann eben auch für die Frauen eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Und da einen Ausgleich zu finden, Kompromisse gehören ja zum politischen Leben dazu. Wir verkünden keine Wahrheiten, wir machen Kompromisse. Aber wenn es natürlich um so Lebensschutz geht und dann die Frage jedenfalls, dass da ein ungeborenes Leben berührt ist, die Frage, inwieweit das ungeborenes Leben ist, wird ja dann auch schon wieder diskutiert, aber jetzt mal für mich jedenfalls aus meinem Blickwinkel und von vielen anderen, da ist Kompromiss echt schwierig, wenn es um so eine Frage geht. Und ich finde, wir haben in Deutschland ja durchaus auch dann nach der Wiedervereinigung, auch mit zwei unterschiedlichen Rechtstraditionen in diesen beiden Bereichen, in den 90er Jahren, wann war das, 94 glaube ich, so drumherum, eigentlich einen klugen Kompromiss gefunden, der dem Thema auch ein Stück Frieden gegeben hat, gesellschaftlichen Frieden meine ich. Klar, das war. Es ist nicht perfekt, weder für die eine noch für die andere Seite, aber es ist so eine elementare Frage, auch zum Teil ja sehr emotionale Frage, wo es richtig auch bis heute ja in vielen Gesellschaften auch knallt. Nehmen Sie die USA, nehmen Sie Frankreich, nehmen Sie andere, Polen gerade. Das geht richtig tief. Und ich finde, wir haben in Deutschland eigentlich alles in allem, so unfertig das ist, eine Lösung gefunden, mit der wir umzugehen gelernt haben. Ich muss mal ausnahmsweise sagen, dass die andere Rechtstradition im Osten dabei auch geholfen hat.
Ja, das meinte ich, Kompromiss finden. Dass das da mit reinkommt. Das war übrigens der Grund auch, als es dann jetzt um die Frage von Werbeverbote ging, rund um Schwangerschaftsabbrüche, wo ich auch gesagt habe, neben dem, wo ich inhaltlich einfach das auch anders sehe, mit dem Werben, würde es halt diesen Kompromiss auch in Frage stellen. Es würde ihm sozusagen ein Ungleichgewicht geben. Und meine große Sorge ist, dass das dann wirklich, wir haben ja beides, wir haben ja die Ärztinnen und Ärzte, die es machen, die den Frauen dann in der Situation helfen, sie begleiten, und die erleben massive Anfeindungen, auch unerträglichster Art, vor ihrer Praxis, im Internet und woanders. Und wir haben diejenigen, für die das alles gar nichts mit Lebensschutz und nur irgendwie Selbstbestimmung zu tun hat. Das ist nicht meine Position, aber die gibt's so, da geht es richtig rund. Und ich finde, es ist ein Wert an sich, dass wir dieses Austarierte nicht kaputt machen. 2005 waren Sie stellvertretendes Mitglied des Verteidigungsausschusses des Bundestages und in Afghanistan. Also, erstens, wie haben Sie die Bundeswehr und Afghanistan erlebt? Und zweitens, ist es wahr, dass Sie dort am Blinddarm operiert wurden? Und ich nehme an, von einem Bundeswehrarzt. Und ging alles gut? Kann man dann sich erholen? Also den Blinddarm sind Sie los, denke ich mal. Ja, also das war erstens, ich war dreimal in Afghanistan, weil aus Rheine, das ist ein Ort bei uns im Wahlkreis, Soldaten, das sind die Hubschrauber, die da stationiert waren, die großen Soldaten da waren, und mir war das wichtig, wie ist ja eine Parlamentsentscheidung. Mir war schon wichtig, als zum ersten Mal, da war ich gerade junger Abgeordneter, auch ein Sarg in den Wahlkreis zurückgekommen ist, ein Soldat im Einsatz gefallen war, nicht wegen einer Kampfesauseinandersetzung, wegen eines Unfalls, aber jedenfalls musste ich ja den Familien erklären können, warum ich zustimme. Und deswegen muss ich da vor Ort eigentlich schon mal zumindest meine Idee haben, worum es geht, ganz konkret gesehen haben. Und ich erinnere mich noch sehr gut, mein erster Besuch in Kabul, da war das noch so, da haben alle gewunken, da war das richtig Aufbruch und wenig konfliktreich. Wir sind ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen durch die Stadt gefahren. Das war wenige Jahre später ganz anders. Da haben wir kaum, wenn wir da waren als Delegation, als Politik, ja kaum das Lager verlassen können, weil es danach schon zu gefährlich war, nach Einschätzung dann all derjenigen, die das eben einschätzen. Das hat sich dann verändert. Und dann war ich auch eben in Faizabad, Masai Sharif. Und in Faizabad hat sich mein Blinddarm tatsächlich gemeldet. Ich war der erste Deutsche. Das war noch eine ganz andere Zeit. Heute, Sie müssen ja sehen, die haben nachher natürlich auch nach den Anschlägen ganz andere Operationen und schwerste Behandlungen machen müssen. Aber damals war ich der erste Deutsche, der in Faizabad operiert worden ist, weil bis dahin sie vor allem dann auch den umliegenden Afghanen geholfen haben, die zum Teil mit solchen, die haben mir Bilder gezeigt, Krebsgeschwüren, unbehandelt dann vor den Lagern waren, und haben natürlich die Ärzte gesagt, klar, operieren wir den jetzt oder die. Und ich war dann mit meinem Blinddarm halt da und musste dann da bleiben. Ich weiß immer noch deswegen, wann das war. Während ich in Afghanistan war, wurde Benedikt Papst, das weiß ich noch, weil ich musste ja 7-8 Tage da bleiben, die Luft muss erst raus, klar, bevor du wieder fliegen kannst. Das war auch prägend insofern, als ich natürlich Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten geführt habe in der Zeit, wie sonst man selten sie Gelegenheit hat, einfach so ausführlich und intensiv zu führen. 2008 sorgten Sie für Aufsehen, als Sie gegen eine vorgesehene Rentenerhöhung eintraten und auch forderten, dass die Generationengerechtigkeit als Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen werden muss. Also 2008... Das ist jetzt ein weiter Sprung von Afghanistan, wo ich einfach, ja, da können wir jetzt gerade dieser Tage auch noch viel zu sagen, die Eindrücke und diesen Rückfall dieses Landes. Ich wollte Sie fragen, was sagen Sie denn zu dem Desaster, was wir jetzt in Afghanistan sehen und erleben? Was mich auch neben dieser Frage, wie konnte das so schnell passieren? Das zeigt eben, am Ende muss man nicht nur sozusagen wissen, wie man sich verteidigt, sondern auch noch wissen, was man verteidigt, warum an der Stelle. Aber es ist vor allem auch, wenn Sie die Schulen, die Mädchen, die jungen Frauen gesehen haben in den Besuchen und das Stück Freiheit, das wir zumindest 20 Jahre lang auch mit möglich haben, machen können, wie das jetzt alles ins Mittelalter zurückfällt. Also wie Schwule vor die Mauer gestellt werden, wie die Mauer auf sie drauf geht. Also das treibt mich einfach um. Und gleichzeitig weiß ich halt, wir können nicht dauerhaft am anderen Ende der Welt, weit weg von uns, natürlich
sozusagen eine Entwicklung, wie wir sie uns wünschen, durchsetzt. Das wird alles, glaube ich, nochmal eine längere Aufarbeitung offenkundiger brauchen, auch von der Frage von Auslandseinsätzen, Zielen, dass man die Ziele auch nicht aus den Augen verliert. Wir hatten ja einen Grund, warum nach 9/11. Und gleichzeitig sieht man eben auch, finde ich jedenfalls, die auch schon Ideologie, auch das, was mir jedenfalls gar nicht gefällt am Islamismus, was irgendwie dann mit Frauen und Gleichberechtigung und Freiheit wenig zu tun hat. Auch den Teil sehen wir da in seiner schlimmsten Form. Und das alles, finde ich, braucht noch ein ganzes Stück Aufarbeitung. Jetzt ist aber erstmal wichtig, dass die Soldatinnen und Soldaten. Ja, und unsere Helferinnen und Helfer, dass wir die auf jeden Fall retten. Das ist mir auch wichtig. Wissen Sie, was mich mit am meisten stört? Also ich war ja nur immer gegen den Krieg, aber das ist nicht die Frage. Dass Pakistan die Taliban ausbildet und bewaffnet und wir in dieser Legislaturperiode Waffenverkäufe an Pakistan im Umfang von etwa 300 Millionen Euro erlaubt haben, das verstehe ich nicht. Das kriege ich an meinen Tisch rein. Jetzt können wir noch mal länger, könnte man auch noch mal, ja. Wir haben ein Interesse an Stabilität in Regionen. Ich glaube sogar, es wird mittlerweile andersrum Schuh draus. Der finde ich, braucht auch noch mal manchmal in dieser Balance zwischen wertebasiert und interessenbasierter Außenpolitik. Ja. Wir haben ein hohes Interesse an Stabilität in der Region. Wahrscheinlich hätten wir viel früher mit den Nachbarländern zusammenarbeiten müssen, um Afghanistan stabil zu halten. Das ist jetzt auch Teil der Wahrheit aus meiner Sicht. Mhm. Werden es jetzt auch tun müssen, um auch den Flüchtlingen, den Menschen, die das Land verlassen, überhaupt mal eine gute Versorgung und eine Perspektive zu geben. So, Iran, Pakistan sind jetzt nicht die Demokratien, wo man sagen würde, sind unsere liebsten Freunde, aber sie sind eben auch aus unserem eigenen Interesse Partner für Stabilität in der Region und für Unterstützung. So, und diesen schwierigen Spagat, der in der Außenpolitik immer wieder kommt, auch zu besprechen, ich finde, das haben wir in Deutschland echt verlernt. Außenpolitik, jetzt können wir echt einen Riesenfall aufmachen. Es ändert sich ja so viel. Wir hatten so ein Businessmodell in Deutschland, ne? Die Amerikaner sorgen für die Sicherheit, Pax Americana, wir machen derweil Geschäft. So, das ging über Jahrzehnte. Das war auch getriggert in einer Welt, wo freier Handel irgendwie so das Ziel von allen war, selbst China, WTO irgendwie, war alles auf einem guten Weg für uns. Und auf einmal ist das alles mehr oder weniger in Frage gestellt. Es wird in diesen 20er Jahren ganz andere Diskussionen in Deutschland brauchen, nach meiner festen Überzeugung, über Außen- und Sicherheitspolitik und über das, wir sind ja nicht Luxemburg, das ist wahr, was ja auch dieses größte Land in der Mitte des Kontinents zu seinem eigenen Wohle, aber auch zu dem des Kontinents und der Region wird dafür für leisten müssen, in einer Zeit, wo die USA viel mehr mit sich selbst beschäftigt sein werden. Und wir gleichzeitig, die Wahrheit ist ja, warum mussten wir jetzt so schnell raus? Weil die Amerikaner gegangen sind. Unser Mandat ist ja nicht geendet eigentlich. Aber wir können das ohne die gar nicht. Und das ist die Frage, ist es auf Dauer gut, dass Europa eigenständig überhaupt nicht agieren kann? So, da sind so viele Themen dran, wo ich mir einfach wünsche, dass wir es stärker schaffen, außen- und sicherheitspolitische Debatten zu führen, die nicht innenpolitisch getriggert sind. Was nicht so einfach ist. Weil schon gar nicht im Bundestagswahlkampf, ja. Aber nein, ansonsten sage ich Ihnen auch, ich glaube auch, wir stehen, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, an einem Scheideweg. Wir brauchen da wirklich eine sehr gründliche Diskussion. Wegen der neuen Maßstäbe und weil ja die USA sich jetzt entschieden hat, doch das Verhältnis zu Russland etwas besser zu machen, weil sie als Hauptgegner China ansehen. Und wiederum sich überlegt haben, so haben sie es mir in Washington erklärt, wenn die ein Bündnis eingehen, richtiges China und Russland. Russland ist China militärisch überlegen, China ist Russland wirtschaftlich überlegen, dann entsteht dort ein Machtfaktor, mit dem man kaum umgehen kann. Also es war schon für mich interessant. Kommt übrigens im Übrigen, was wir in dieser Pandemie ja auch erlebt haben, diese viel zu starke Abhängigkeit von China, in der wir mittlerweile sind, und zwar in zwei Richtungen, bestimmte Produkte und nicht nur diese Masken, diese Zen-Produkte, sondern Wirkstoffe. Stellen Sie sich mal eine Welt vor, wo Impfstoff nur in China entwickelt worden wäre, oder in Russland und die Autoritären und die westlichen Demokratien müssten quasi betteln für Impfstoff. Wir sind aber auch zu abhängig von China, wenn es um Absatz geht. Wenn in China keine Autos gekauft werden, kann ich die Pflege nicht bezahlen, mal in ganz einfachen worden. Das ist auf Dauer kein guter Zustand. Und das ist für mich auch eine Jahrzehntaufgabe, zumal mit einem Präsidenten in China seit ein paar Jahren, der ja eine ganz andere Mission verfolgt, auch im Systemwettbewerb, in dem regionalen, hegemonialen Anspruch, wo wir unsere China-Politik aus meiner Sicht jedenfalls
nochmal ganz neu auch werden ausrichten müssen, hin zu einer größeren Souveränität wieder, einer geringeren Abhängigkeit, Handelsbeziehungen auch mit anderen, Technologien auf Augenhöhe. Warum haben wir die Lufthansa gerettet? Nichts, auch wegen der Arbeitsplätze, aber mindestens so sehr, damit wir nach dieser Pandemie nicht wählen können nur zwischen China Air, United und Emirates, sondern dass Europa noch überhaupt selbst eine große Fluggesellschaft hat. Das hat auch was mit irgendwie Anspruch zu tun und Souveränität. So, und all diese Themen kommen in diesen 20ern in einer Wucht, wie wir es in den letzten beiden Jahrzehnten nicht gesehen haben. Das ist wahr. Jetzt komme ich aber trotzdem kurz auf die Generationengerechtigkeit. Ist es nicht so, wenn alle mit Erwerbseinkommen einzahlen, dass dann auch für die junge Generation die Rente gesichert wäre? Wenn wir heute sagen, die Jungen sollen weniger bezahlen, können wir doch deren Rente erst recht nicht sichern. Also, was zum einen, übrigens, weil gerade 2008 angesprochen war, das war ein spannender Freitagnachmittag, den erinnere ich auch noch. Ich kann immer gut erinnern, wo ich Telefonate geführt habe. Ich habe ganz viele Dinge, die ich mir zum Leidwesen meines Mannes nicht merken kann, aber Telefonate kann ich mir merken. Ich war am Freitagnachmittag, nur mal eben zu dieser Rentengeschichte, wie die entstanden ist. Große Koalition, 2008, ein Jahr vor der Wahl. Auf einmal kamen die Tickermeldungen. Große Koalition will außerplanmäßige Rentenerhöhungen machen, zwei hintereinander, und zwar relativ außerplanmäßig, also nicht nach dem Prinzip Löhne steigen, Renten steigen, sondern nochmal zusätzlich. Wahljahr stand bevor. Und ich dachte, das kann nur eine Sozi-Idee sein, die ist nicht von uns. Und ging erstmal los und sagte dann was dazu, ja, kritisch, und dann stellte ich fest, die Idee kam vom damaligen Kanzleramtsminister, von uns. Weil Wahljahr. Das war hatte einen einfachen Grund: 2009 sind Wahlen und auf einmal wurden die Prinzipien der Rentenpolitik in Frage gestellt und das hat mich wütend gemacht. Und dann habe ich gesagt, und deswegen werden wir nicht eine Wählerstimme mehr kriegen bei Rentnerinnen und Rentner. Daraus hat dann eine Agentur das Zitat von mir gemacht: Rentner sind eh undankbar. Und was ich nicht gesagt habe, das habe ich nicht gesagt, nachweislich. Ich habe gesagt, wir kriegen deswegen nicht eine Stimme mehr, glaube ich. Bin ich fest von überzeugt. Und daraus wurde dann so, und dann ging es los. Das war mein erster Shitstorm, bevor es Shitstorms gab. Wo dann natürlich, wenn ich das Zitat lesen würde als Rentner, würde ich auch sauer sein. Wo es dann richtig rund ging. Und das war so meine erste richtig heftige Rentendiskussion. Wir müssen diese Diskussion führen, nicht heftig, aber schon einfach auch mal kontrovers, weil es natürlich sozusagen immer um die Frage geht, der Generationen miteinander. Es muss ja kein Streit oder super Konflikt werden, aber es sind unterschiedliche Interessenlagen drin. Aber eins bleibt im Kern, das habe ich gerade mit Blick auf China und die Pflege gesagt, wir werden sowieso Rente, Pflege, Gesundheit 2030 nur bezahlen können, wenn wir noch ein paar Dinge in die Welt verkaufen. Also so viel kann man nicht umverteilen und so viel kann man alles ja noch machen und so, Beamte rein oder nicht rein, das alles macht nicht wett oder holt nicht das rein, was wir brauchen werden. Wir sind das zweitälteste Land nach Japan auf der Welt, ja. In einem Land mit auch dem Niveau in der sozialen Sicherung, das wir ja erhalten wollen, und dafür brauchen wir eine starke Wirtschaft, die in die Welt exportiert, dafür brauchen wir gute Produkte und das sind so Themen, wo ich mir wünsche, ohne dass wir jetzt hier da zu stark, ich weiß, vier Wochen vorher, aber wir reden jetzt über Bücher und Bilder und das sind die eigentlichen Themen, die letzten zwei zum Beispiel, Außensicherheitspolitik, soziale Sicherung, über die wir viel zu wenig reden. Aber was sagen Sie denn zu Friday for Future? Die haben zur Rente, glaube ich, noch nichts gesagt. Oder? Aber zur Frage... Entschuldigen Sie mal. Das war das nächste Thema. Ich muss Ihnen das mal erklären. Ja. Sie sind ein Experte und verstehen deshalb von einem Gebiet so viel, dass Sie es natürlich nicht erklären können. Ich bin ein Generalist. Das ist jemand. Moment. Ich bin ein Generalist. Das ist jemand, der von nichts etwas versteht, aber über alles reden kann. Das ist der Unterschied. Und insofern muss ich war die mit, Themen wechseln. War mir schon aufgefallen. Ja. Das ist ja ist auch ein, also bei Klimaschutz, wenn ich jetzt mal von Friday for Future auf das Thema komme, Klimaschutz, CO2-Neutralität, von der Dringlichkeit des Themas ist ja bis auf, wenn ich es richtig sehe, zumindest wenige politische Kräfte im Land, sagen wir es mal so, ein ziemlich großer Konsens im Ziel da. Ja. Der Streit ist eher, oder der Konflikt auch in der Frage wie,
eher auch ein marktbasierter Ansatz, ein Ansatz, der über Bepreisung geht, CO2-Bepreisung geht, ein Ansatz, der über Technologien geht oder eben einer, der eher über Ordnungsrecht, heißt das immer so nett, das heißt am Ende Verbote, Auflagen geht. Verbote. Und ich komme jetzt aus Nordrhein-Westfalen, einem Industrieland, das immer noch stark ist bei Stahl, bei chemischer Industrie, wo einfach wahnsinnig viele Arbeitsplätze, Wohlstand, Rentenversicherungsfinanzierung dranhängt. Und ich möchte einfach, dass wir CO2-neutral Stahl produzieren. Ich möchte nicht, dass der Stahl nachher in China mit Kohle produziert wird. Und wir fühlen uns gut, weil wir nicht mehr CO2, aber die machen dann dreimal so viel davon. Und deswegen ist das Ziel nicht strittig, sondern die Frage, wie und schon auch die Frage, wie bringen wir den Ausgleich der Interessen hin? Also wenn ich manchmal höre, übrigens nicht nur in dieser Debatte, auch in anderen Debatten, das ist das eine Ziel und dem müssen wir alles andere unterordnen. Das hat schon was sehr Absolutes, um nicht ein anderes Wort zu verwenden. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht, wenn man eine Gesellschaft zusammenhalten will. Sondern wir müssen am Ende das Ziel klar haben, wir müssen die Priorität klar haben, aber du musst schon auch noch die anderen Interessen, das fängt bei Arbeitsplätzen an, das fängt bei Gebietsentwicklung an, das fängt bei der Finanzierung von sozialer Sicherung an, andere Themen halt mit im Blick haben. Das ist mir wichtig. Ich merke das gerade bei Corona auch und um einige Themen. Wir müssen sehr aufpassen, dass aus Spannungen nicht Spaltungen werden in der Gesellschaft. Und das sehe ich bei diesen Themen zum Teil. Ja, wissen Sie, ich habe mit einer Grünen jetzt richtig gestritten. Die hat zu mir gesagt, Politik sind immer Verbote. Da habe ich gesagt, wie kommen Sie denn darauf? Ein Verbot ist das letzte Mittel. Es gibt Orientierung mit Steuern, mit allem Möglichen, bevor man also zu einem Verbot greift. Und dann sage ich immer, ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Wenn ich den Braunkohlenkumpeln sage, ihr kriegt ja danach Arbeitslosengeld und dann Hartz IV, dann habe ich Gegner der ökologischen Nachhaltigkeit. Ich muss ihnen einen gleichwertigen Job danach anbieten. Vielleicht sogar öffentlich gefördert, wenn es nicht anders geht. Aber ich darf nicht nur für die Schließung verantwortlich sein und der Rest interessiert mich nicht. Das geht nicht. Da stimmen wir überein. Ist ja, können wir noch koalieren. Das ist ja. Ja. 2009 wurden Sie gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, 2013 aber parlamentarischer Staatssekretär im 15. Bundesfinanzministerium. 2015 Staatssekretär. Ach so. Das weiß ich deswegen, weil das mitten in die, ich wurde Staatssekretär im Juli 2015, mitten in die Griechenland-Krise hinein, war dann zuständig dafür, dass die Mehrheiten im Parlament da sind und war, das war so richtig vom Regen ins kalte Wasser, so rum ist, direkt ins Thema. Das will ich jetzt von Ihnen wissen. Erstens von der Wechsel von Gesundheitspolitik zu Finanzpolitik und zweitens, was hat ein parlamentarischer Staatssekretär im Unterschied zu einem Verbeamteten, kann man so sagen, Staatssekretär zu tun? Also zuerst der Themenwechsel war für mich deswegen auch einfach eine gute Chance zur Weiterentwicklung. Sie merken vielleicht, mich interessieren auch Themen über Gesundheitspolitik hinaus, die ich lange und gerne auch gemacht habe vorher im Bundestag, weil das so ein Thema ist. Gesundheitsausschuss ist so ein Ausschuss, da gibt es weniger Meldungen als Plätze. Also Wirtschaftsausschuss, Haushaltsausschuss, Auswärtige, da wollen alle hin. Gesundheitsausschuss ist nicht so großer Andrang, weil alle irgendwie ahnen, das ist zwar wichtig, aber immer irgendwie konfliktbehaftet. Und dann bin ich da gelandet und habe dann schnell gemerkt, das ist super spannend, von der Sozialpolitik bis zur Innovation, Forschung, Lebensschutz, grundsätzliche ethische Fragen. Aber 2015 war für mich einfach auch damit die Chance, mit dem Angebot Staatssekretär zu werden, einfach zu zeigen, ich kann auch breiter, ich kann auch andere Themen und mache die auch gern. So, beamteter parlamentarischer Staatssekretär. Der beamtete Staatssekretär ist erstmal Beamter, sind die parlamentarischen nicht, aber als solcher auch sozusagen der Dienstvorgesetzte ins Haus, in den Abläufen des Hauses, ist nach dem Minister sozusagen intern mit in der Führung des Hauses. Die parlamentarischen Staatssekretäre sind vor allem auch mit in der parlamentarischen Arbeit, in der öffentlichen Arbeit und dann je nach, ich habe mir meine Themen dann auch genommen und Wolfgang Schäuble hat sie auch zugelassen, dass ich sie mir nehme und auch in bestimmten Themen dann natürlich diejenigen, die es vorantreiben, aber vor allem eben auch diejenigen, die das Ministerium vertreten im Bundestag, in den Ausschüssen, in Rede und Antwort, in der Öffentlichkeit, in vielen Diskussionen. Wie ist denn ein Chef Wolfgang Schäuble? Angenehmer, als ich vorher dachte. Ich weiß noch, meine erste Begegnung mit Wolfgang Schäuble 2000.
1, glaube ich. Genau, da war ich gerade Kandidat, Bundesparteitag. Ich zu ihm hin und dachte mir, jetzt traust du dich und fragst ihn, ob er zu dir in den Wahlkampf kommt. Dann guckt er mich an, wie alt sind denn Sie? Und dann sage ich, 21. Können Sie überhaupt schon lesen und schreiben? Und dann sagte er, ja, ich habe zwar Abi in NRW gemacht, aber geht. So, und dann hatten wir eine Basis. Und seitdem, aber ich hatte erstmal Respekt davor, sozusagen unter ihm, mit ihm als Minister. Aber ich war die Woche jetzt noch bei ihm. Wir haben einfach ein gutes, sehr offenes Verhältnis miteinander und ich lerne noch viel. Mein erstes Gespräch mit ihm hatte ich im Dezember 1991. Da war er noch Bundesinnenminister. Da ging es um das Parteiarchiv. Und nachdem wir das alles geregelt hatten mit dem Parteiarchiv, sagte er zu mir, übrigens, Herr Giese, ich wollte nur, dass Sie wissen, dass Helmut Kohl und ich wissen, dass wir Hans Modrow und Ihnen in erster Linie zu verdanken haben, dass kein Schuss im Osten gefallen ist. Ich will nur, dass Sie wissen, dass wir das wissen. Habe ich gesagt zu ihm. Darf ich das draußen den Journalisten erzählen? Nein, sagt er. Und später hat er es mir erlaubt. Ich würde, ein Vier-Augen-Gespräch ist für mich immer ein Vier-Augen-Gespräch. Kommt nichts raus. Aber wenn er es dann erlaubt, dann hat er es, ich habe es angeschrieben, erlaubt. Deshalb erzähle ich es auch ganz gerne. Weil sie haben es nie nach außen gesagt, aber nach innen gewusst. Das ist ja auch interessant, wenn du das so mitkriegst dann in den Abläufen. Sagen Sie mal, was mich auch interessiert, weil ich das ja auch kenne, wenn auch auf anderer Ebene. Wie gehen Sie mit Angriffen gegen sich selbst über, ich sag mal, wegen entgeltlicher Tätigkeiten für Pharmaunternehmen oder Unternehmensberatung? Können wir wenigstens ein angebliches davor setzen? Ja, so? Angeblich, ja. Ich will ja bloß sagen, oder wie gehen Sie damit um? Das interessiert mich. Also ich sag ja, wegen angeblicher, steht sogar hier, und auch bei der Immobilie. Ich finde es immer toll, wie Leute über Sachverhalte urteilen, die sie gar nicht kennen. Man liest eine Notiz in der Zeitung und hat schon eine feste Meinung. Da bin ich als Anwalt doch von Natur aus sehr viel vorsichtiger. Das ist mal, jenseits dessen ist es jetzt mir mal einfach aktueller. Wir haben ja hier gerade auch die Demos in Berlin erlebt, wieder. Was im Moment ich halt merke, ist, gerade in dieser Pandemie, das habe ich vorhin gesagt, dass aus Spannungen nicht Spaltungen werden, dass da, ich finde, wir alles in allem, auch bei denen sagt ja nicht jeder Hurra, was die in Berlin entscheiden, aber alles in allem ist ein großer Wille im Land, da das zusammen durch diese schwerste Krise zu kommen. Aber dann gibt es eben schon auch sehr verhärtet Hass, Beleidigung, Angriff, wenn ich manchmal auf Termin bin, steht dann da 100, 200 Leute und schreien Mörder, Mörder, Mörder wegen der Masken für die Kinder in der Schule. Und das ist schon was, wo ich mir einerseits bewusst bin, das ist jetzt nicht das Thema, dass die dich irgendwie persönlich meinen, sondern es ist natürlich Repräsentant des Staates in dieser Pandemie, in dieser Situation, Gesundheitsminister, wo mich einfach eher beschäftigt, was macht das mit Leuten, warum? Ich versuche immer zu verstehen, warum ist dieser Hass da auf mich, auf die Politik, auf den Staat? Wo kommt es her? Und wenn es eben geht, versuche ich, ein Gespräch zu führen. Ich habe es ein paar Mal versucht, auch letztes Jahr schon im NRW gab es so ein paar Szenen. Und mit den allermeisten Demonstranten komme ich auch irgendwie ins Gespräch, weil ich immer wieder versuche, aus diesem ganzen Beleidigung alles zumindest mal, ey, komm, lass uns doch mal einfach gucken, wie wir das sehen, eine Sekunde lang unterstellen, der andere hat recht und dann gucken wir mal, was daraus wird. Mit den meisten Menschen klappt das, aber du merkst halt, es gibt einige, da geht's nicht. Und dann sage ich irgendwann auch, okay, ist jetzt gut, dann geht's halt eben auch nicht. Und dann muss das halt so verhärtet da stehen bleiben. Aber ich versuche das für mich, weil sonst wird's ja verrückt. Also ich habe Twitter sowieso vom Handy genommen, weil die ganzen Shitstorms, ich habe manchmal 20 Shitstorms parallel, und dann gucke ich einfach, was auf meinen Terminen für Themen sind, die haben mit den Shitstorms nichts zu tun. Also man muss ja mal sich vergegenwärtigen, ich glaube 1% der Deutschen maximal ist bei Twitter aktiv. Von den meisten Dingen, die da so sind, kriegen die allermeisten gar nichts mit, aber einige in Berlin-Mitte glauben, das ist irgendwie die Öffentlichkeit in Deutschland. Ja. So, und mir ist halt wichtig, den anderen Teil. Was glauben Sie mit der Zukunft der Social Medien? Irgendwann müssten uns mal Gesetze einfallen, nicht die das etwa unterbinden, sondern wo wir das Ganze mal regulieren. Wir haben ein Presserecht. Hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit Gegendarstellung und Unterlassung und Widerruf ganz gut entwickelt, ausgeglichen. Aber bei den Social Medien fällt uns nicht wirklich was ein. Naja, am Ende
Also als es zum ersten Mal den Vorschlag gab, sowas einzuführen wie, also ich meine gar nicht einen klaren Namen, den man sieht, aber dass zumindest eine Möglichkeit ist, hinter einem Account im Fall der Fälle, wenn es dann um was auch juristisch handhabbar, also Beleidigung oder schlimmer, Drohung geht, dass man immer auch nachvollziehen kann, wer ist das. Zwar nicht direkt, aber zumindest die Polizei, nach richterlichem Beschluss, wie auch immer. So am Anfang dachte ich, braucht es irgendwie so ein freies Internet nicht, aber ich muss ehrlicherweise sagen, nicht nur durch meine Erfahrung, sondern mit dem, was sich so entwickelt, finde ich schon, dass das irgendeine Form von Regulierung in dieser Art schon auch braucht, weil da so viel hingegossen wird, was wir in normalem Leben, und zwar auch Justiziables, also wir haben ja, ich meine, warum haben wir Gesetze, wo es um Beleidigung, Drohung und Schlimmeres geht, und da passiert es und irgendwie passiert dann nichts. Und da bin ich mittlerweile in so einem inneren Prozess, wo ich sage, das verdient eigentlich schon nochmal auch eine Regulierung, in dem Sinne, dass man zumindest im Fall der Fälle nachvollziehen kann, wer ist das. Ja, aber das muss man natürlich im Zweifel mindestens europäisch machen. Ja, ich wollte nur vorne sagen, ich bin ja seit 1990 Bürger der Bundesrepublik, und damals war es so, dass 5% der Bevölkerung der etablierten Politik, egal ob ich Regierungspolitik oder Oppositionspolitik nehme, nicht über den Weg traute. Jetzt sind 20%. Das macht mir wirklich Sorgen. Wenn ich dann nochmal 10% AfD dazu nehme, wird so ein Bevölkerungsanteil, der uns wegrutscht. Das macht mir wirklich Sorgen, und ich wollte nur sagen, wir müssen da mal vertieft drüber nachdenken. Die Frage ist ja nur, und mir ist ja auch noch kein Rezept, ich frage mich mal, wie gehen wir damit um? Wie kannst du versuchen, so, und das Einzige, was mir immer wieder aufs Neue einfällt, ist Gespräch anbieten. Immer wieder zu versuchen, wo es eben geht, miteinander ins Gespräch, in die Diskussion zu kommen. Wir müssen ja nicht einer Meinung sein, um irgendwie miteinander leben zu können. Das muss man schon in der Familie nicht. Und das muss man in der Gesellschaft auch nicht. Aber wir müssen irgendwie ein Verständnis haben, dass selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und selbst wenn dann am Ende Kompromisse gefunden werden, die nicht alle glücklich machen oder was ich meine, dann auch vielleicht mal gar nicht wiederfindet, das aber irgendwie nicht verloren geht dabei, dass wir schon noch irgendwie hier eine Gesellschaft sind, eine Gemeinschaft sind und alles in allem irgendwie gut in die Zukunft wollen. Und das, glaube ich, schafft man nur durch Gespräch. Mir fällt einfach nichts Besseres ein. Darüber unterhalten wir uns noch mal irgendwann. Man schätzt Sie, so ist es mir erzählt worden, als liberal-konservativ ein. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Sie sind für eine deutsche Leitkultur. Da stimmen wir vielleicht nicht ganz überein, aber wie Sie bin auch ich der Meinung, dass wir die deutsche Sprache nicht durch die englische ersetzen sollten. Man muss schon noch mal ein paar Vokabeln in unserer Sprache finden. Ja, dürfen. Das ist noch mal was anderes. Das ist jetzt nicht das, was. Es gab mal eine Debatte, das war. Was habe ich da wieder gesagt? Sinngemäß ging es eben um die Frage: Hier in Berlin kennen Sie alle die Restaurants und Cafés, wo selbst dann, wenn beide Deutsch könnten, immer noch Englisch gesprochen wird, meistens schlecht ist von beiden. Und dann denke ich mir immer, warum? Und warum muss das irgendwie so kultiviert werden? Wenn meine Eltern, die kein Englisch können, haben sie halt nie gelernt, in ihrer eigenen Hauptstadt irgendwie Läden haben, wo es heißt, English only, dann habe ich einfach nur gesagt, würde es in Paris wahrscheinlich nicht geben, und einfach da ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, ohne zu sagen, jemand, der noch nicht Deutsch kann, kann es ja dann noch lernen. Und dass man so lange Englisch, und Touristen, natürlich spreche ich Englisch, ich spreche auch Englisch. Wenn ich andere Leute treffe aus anderen Ländern und diskutiere, alles auf Englisch, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist sozusagen, wie man die Dinge kultiviert. Das war aber nicht mein eigentlicher Punkt, wenn es um Leitkultur oder Multikulti geht. In China sagen sie zum Computer rechnende Maschine. Also ja, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Aber Begriff Computer. Aber ja. Wenn es jetzt eher um diese Frage Kulturen geht, ob es mal jetzt Leitkultur oder anders, wo ich ein Problem mit habe, sagen wir es mal so, ist der Ansatz, der sagt, jedes kulturelle Anderssein ist per se wertzuschätzen. Und da sind wir ein bisschen wieder bei dem, was gerade in Afghanistan passiert, haben wir ein Problem mit. Ich finde, es ist nicht per se, wenn es die kulturelle Prägung ist, dass die Frauen irgendwie weniger Rechte haben als die Männer, dann ist das nichts, was ich wertschätze. Auch wenn es anders ist. Es gibt wahnsinnig viele kulturelle Unterschiede, die ich sehr wertschätze, die auch wichtig sind, die bereichernd sind, die Vielfalt ausmachen, die auch vor allem positiv uns öffnen, nach vorne bringen, ganz viel, jeden Tag. Alles andere, Uniformität ist langweilig und nicht gut. Aber zu viel
sozusagen auf einmal und irgendwie alles hält erstmal den Laden auch nicht zusammen. Das ist wie mit sozialer Gleichheit und Ungleichheit. Alle gleich ist nicht besonders anreizend irgendwie, das habt ihr schon mal probiert. Was zu werden. Was zu machen. Und irgendwie zu breit auseinander, wie es auch einige Länder haben, auch die USA, das ist auch nicht gut für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wir versuchen ja ich sage gar nicht, dass uns das immer gelingt, aber wir ringen ja darum, was ist der richtige Mix zwischen den beiden. Und das Gleiche gilt für mich ein bisschen noch mit Blick auf sozusagen, wie viel kulturelle breiter Unterschied hält eine Gesellschaft aus, ohne dass es ganz auseinanderfliegt, dass man irgendwie noch beieinander bleibt. Und der zweite Teil ist, welchen Teil sind wir auch einfach nicht bereit, auch wenn es eben eine andere kulturelle Prägung ist, einfach auch zu akzeptieren. Und es gibt so ein paar Dinge, und das ist dann auch vielleicht eine Prägung, die auch aus einer Minderheitensicht ist, also wenn es um Schwulen, Lesben, viele andere geht, da bin ich einfach nicht bereit zu akzeptieren, nur weil es eine andere kulturelle Prägung ist, dass dann die Mauer fällt. Nein, ich oder vom Turm. Ja. Ich habe mal mit Flüchtlingen islamischen Glaubens gesprochen und habe denen gesagt, sie mögen Aktfotos nicht und Aktzeichnungen. Das ist völlig ihre Sache. Die müssen sich auch überhaupt nicht ansehen. Aber sie dürfen nicht dafür kämpfen, dass das hier unterbunden wird. Man darf, wenn man in ein Land flieht, nie die Kultur dieses Landes einschränken. Was sie dürfen uns neue Kulturen bringen, die wir noch nicht kennen und die unser Leben bereichern. Da nehme ich immer als Beispiel die deutschen Immigranten in China zwischen 33 und 45. Die haben nie was gegen die Peking-Oper gesagt. Aber sie haben gesagt, ihr müsst euch mal Verdi anhören, der klingt auch schön. Das heißt, das ist immer legitim, dass du neue Kultur, aber nicht was jetzt Gleichberechtigung und so weiter betrifft, versuchst einzubringen, aber du darfst nie die Kultur eines Landes einschränken, in das du fließt. Das ist auch meine Erfahrung. Und was halt bei diesen Diskussionen immer durcheinander geht, ist dann sozusagen die Frage, was ich kenne aus Diskussionen, wenn ich mich auch mit einer Form des Islamismus sehr reaktionären Teil auseinandersetze, dann heißt es immer Rassist. Und dann sage ich immer, Leute, es geht da um Kultur und Religion. Das hat nichts mit Ethnie zu tun. Da passt der Begriff schon nicht. Ja, vor allen Dingen geht es um den Missbrauch der Religion für Machtpolitik. Das steckt ja letztlich dahinter. Ja, aber das ist halt immer so die Keule, die dann kommt. Ja. Und man immer sagt, es geht ja irgendwie nicht hier um ethnische Fragen, es geht hier um kulturelle Fragen. Die sind auch manchmal schwer auszuhalten in der Diskussion, aber es ist was völlig anderes. Also, Sie setzen sich ja für mehr Gleichstellung für Lesben und Schwule ein. Jetzt habe ich dazu zwei Fragen. Die erste Frage ist, als Sie das an sich erkannten und dann Ihrer Familie und dem Umfeld mitgeteilt hat, ich weiß nicht, wie sowas in Ahaus ist, war das schwierig? War das für Sie, also war das für Ihre Angehörigen schwierig oder hatten die da schon von Anfang an eine Toleranz, die das unproblematisch machte? Also ich habe erst im Nachhinein, muss ich sagen, gemerkt, wie viel Glück ich habe. Weil meine Eltern da wahnsinnig offen, gelassen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie im Zweifel nicht sich gedacht haben, naja, Enkelkinder hätten wir schon gern oder so. Ne? Aber alles in allem sehr offen und immer dieses, das, was ich vorhin sagte, egal was ist, bei uns bist du immer willkommen. Und ich erlebe bis heute bei Freunden, bekannten Menschen, die ich begegne, die mir schreiben, dass bis heute, und zwar nicht nur im Dorf, sondern auch in der großen Stadt, wie viele Angst haben, mit ihren Eltern darüber zu reden und wie viele bis heute auch Zurückweisung erleben. Insofern hatte ich da schon eine glückliche Situation. Bei meinem Vater, das habe ich ja immer gesagt, deswegen habe ich auch immer diese Debatte gestört rund um die Gleichstellung, wenn dann jemand, der nicht für die Ehe war, gleichgeschlechtlich, dann gleich als homophob galt. Also mein Vater jedenfalls hat eine ganze Zeit gebraucht, bis für ihn irgendwie der Ehebegriff erweitert war auf Mann und Mann. Also er liebt, glaube ich, seinen Schwiegersohn ziemlich, hat ihn ziemlich ins Herz geschlossen. Aber es war für ihn erstmal richtig schwer. Ja. Und deswegen ist er doch nicht homophob. Also das ist was, der hat doch keinen Hass oder was. Das war, der hat halt irgendwie jahrzehntelang nichts anderes, das immer anders gehört. Und die Idee war für ihn irgendwie unvorstellbar. So, und dann hat er aber eben durch das Sehen des praktischen Beispiels sozusagen gesehen, ist ganz okay so. Und das ist, glaube ich, ich sage immer, das ist ein bisschen, die CDU ist nie Avantgarde in gesellschaftlichen Veränderungen, das ist irgendwie, sind nicht wir, aber ja, ist ja so. Aber
Aber, jetzt warten Sie. Dafür gibt es doch uns. Wir haben dafür aber noch einen anderen, ich finde, wir haben so einen, auch einen anderen gesellschaftlichen Auftrag sogar. Ja, das stimmt. Weil das in dieses Dorf im Münsterland zu bringen, richtig. Das sozusagen ist am Ende eine Selbstverständlichkeit heute selbst im Dorfbild hat, wage ich sogar zu sagen. Das hätte halt irgendwie Volker Beck aus Köln im Münsterland nicht hingekriegt, sondern es braucht beides. Es braucht die Avantgarde, es braucht diejenigen, die es vorantreiben, die auch kämpfen, auch mutig sind, eindrucksvoll mutig waren. Kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, wie das war. 80er, 70er noch. So. Aber sozusagen ist dann wirklich, ich sage mal, wir sind halt diejenigen, die auch Wandel so verlangsamen, dass alle irgendwie mitkommen. Ist jetzt etwas zugespitzt, aber etwas zugespitzt. Ich weiß, ich will es auch nicht, aber ich. Nein, das ist völlig richtig. Aber trotzdem habe ich das einfach bei mir in diesem Dorf gemerkt, wie vor 20 Jahren die Debatte dazu war, wie, klar, Sprüche habe ich auch satt und genug gekriegt und wie auch andere aus das Dorf einfach verlassen haben und wie das heute ist. Da ist in 20 Jahren so viel passiert. Ich habe als Klaus Lederer seine Partnerschaft schloss, war ich eingeladen und sollte sprechen. Und da habe ich ihm gesagt, welches Glück er mit seinem Alter hat. Als ich ein Kind war, wurden erwachsene Männer dafür eingesperrt und heute dürfen sie heiraten. Das heißt, ich habe in einem Leben erlebt die Überwindung einer tausendjährigen Diskriminierung. Das ist für mich mit die größte kulturelle Veränderung, die ich erlebt habe, neben der Küche. Als ich ein Kind war, gab es in ganz Deutschland nur deutsche Küche. Jetzt kann man sogar schon in England essen, weil es da auch Chinesen und Italiener und alles Mögliche gibt. Das ist sowieso, wenn wir bei Veränderungen sind. Ich meine, zwischen dem Jahr 857 und dem Jahr 1263, wenn Sie da in Deutschland irgendwo gelebt haben, also ob Sie in dem einen Jahr geboren wurden oder in dem anderen, hat eigentlich fast das gleiche Leben bedeutet. Technologisch, ja. Alltag, das war fast 300 Jahre, nichts passiert mehr oder weniger. Und wenn du dir jetzt überlegst, was allein die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre an Umbruch, Veränderung, neuen Dingen, auf die man sich, oder Wende, wie viel Veränderung in so kurzer Zeit, dann ist das schon, also das muss man immer wieder auch ein bisschen vergegenwärtigen, was wir sozusagen uns zumuten in diesen Prozessen. Und dafür, finde ich, machen wir das alles in einem ganz gut miteinander. Was hat Ihnen an der Entscheidung der Bundeskanzlerin 2015 bezüglich der Flüchtlinge nicht gefallen? Dass es zu unüberlegt war oder? Na, die Entscheidung an sich an diesem Septemberwochenende, die ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist die Situation, die danach entstanden ist, wo wir einfach, was mir nicht gefallen hat und bis heute nicht gefällt, ist, dass wir keine Kontrolle darüber haben, wer warum Europa und Deutschland betritt. Sondern es gibt gute Gründe. Aber wir sind selbst gar nicht in der Lage, sondern es entscheiden im Zweifel Schlepper, Schleuser und andere, nicht wir als aufnehmende Gesellschaft oder als Staat. Auch nicht, klar, wir haben Kriterien für Flucht, Migration. Ich würde es am liebsten über Kontingente, jetzt auch in Afghanistan. Ich würde übrigens manchmal, denke ich, Frauenquote muss, aber wir schauen ja irgendwie auch mal schauen, wem helfen wir, warum. Und über all diese Fragen hatten wir einfach überhaupt keine Kontrolle mehr. Wer irgendwie Deutschland und Europa erreicht hat, egal ob er überhaupt irgendwas zu tun hatte mit der Krisenregion oder nicht, war halt erstmal hier bei uns. Und das hält man eine Zeit lang, aber keine lange aus. Und das war das, was mich dabei beschäftigt. Was war der größte Widerspruch zwischen Ihnen und der Bundeskanzlerin? A und B, warum hat sie trotzdem den Bundespräsidenten vorgeschlagen, Sie zum Bundesgesundheitsminister zu berufen? Ist das Ausgleich in der CDU? Ich könnte jetzt keinen, wir haben immer mal wieder, ich weiß nicht, wie Sie das in der Partei machen, wir diskutieren ab und an. Ah, furchtbar, furchtbar. Insofern gab es auch manchen Unterschied, aber alles in allem, da weiß ich nicht, müssen Sie fragen, was 2018 Ihr Motiv war. Mach ich. Und dann frage ich Sie am Schluss, wenn sie mir geantwortet hat, ob ich Ihnen erzählen darf, was sie mir geantwortet hat. Sie leiten viele Reformprojekte. Ich sage mal, das Supportprogramm Pflegenotstand oder das digitale Versorgungsnetz, gerade für Krebspräventation und vieles andere. Es gibt eine Sache, ich habe mit dem Verein gesprochen, die mich sorgt.
Die Pharmaindustrie ist nicht daran interessiert, für seltene Krankheiten Medizin zu erforschen, weil sie daran ja nichts verdienen können. Wie kann man das hinbekommen? Könnte man nicht sagen, wenn Sie, sagen wir mal, Gelder vergeben, aber 10% müsst ihr dafür einsetzen oder so, dass man, das sind zum Teil sogar gut betuchte Leute, die sind richtig verzweifelt, dass es eine seltene Krankheit ist, die ihr Kind hat oder Sie, mhm, und dass da so wenig passiert auf der Strecke. Das ist, also seltene Erkrankungen gibt es häufiger, als der Begriff vermuten lässt, weil so viele verschiedene sind. Wir, mhm, haben Erkrankungen, die gibt es zweimal auf 100.000 Einwohner, die häufiger sind zweimal auf 10. Das sind Menschen, die eine riesen Odyssee oft auch hinter sich haben, bis sie überhaupt mal die richtige Diagnose haben, bis sie überhaupt mal einen Arzt finden, der das ein- und zu... Da hilft übrigens künstliche Intelligenz. Manche App kriegt bei den Symptomen mittlerweile zielgenauer hin, dass das was mit dieser seltenen Erkrankung zu tun hat, als ein Arzt das vielleicht auch kann, der eben vorher noch nie, wie soll er bei so einer seltenen... So. Ja, das ist ein Thema. Wir haben da intensiv, auch europäisch. Das ist so ein Thema, wo ich sage, da sieht man sofort, macht europäische Zusammenarbeit Sinn, weil selbst unser Land ist zu klein, um genug Patienten genug Situationen zu haben, wo man forschen kann, wo man was lernen kann. Das haben wir, ein europäisches Netzwerk aufgebaut, das europäische, machen Forschungsförderung und versuchen jedenfalls auch mit Anreizen, auch was dann nachher ermöglichen. Ich meine, wir haben so eine Erkrankung, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, es gibt so ein Medikament, 2 Millionen Euro für Kinder, das eine lebenslange Erkrankung tatsächlich heilt. Die war vorher kaum behandelbar. Gibt es immer mal wieder, das kostet dann aber halt auch 2 Millionen Euro. Ja, aber die lebenslange Behandlung kostet erstens viel mehr und vor allem das Leid ist viel, viel größer. Also wir haben ein bisschen Anreizsystem, wo schon was passiert, aber es ist natürlich schwierig, das wirklich gut abzubilden. Aber ja, wir versuchen es in diesen Netzwerken der Forschung. Das Herausfordernde bei Gregor Gysi ist, er hat gesagt, 7:30 bin ich schon wieder unterwegs. Ja, das weiß ich, aber wir müssen jetzt in 5 Minuten die restlichen Fragen machen. Das geht aber ganz schnell. Also ich wollte Sie nur fragen. Ich bin super gerne hier bei Ihnen, aber es ist... Ich wollte nur fragen, die Privatisierung und dass ich ein Krankenhaus rechnen muss, fand ich immer falsch. Ich finde, ein Krankenhaus muss in erster Linie für Gesundheit sein. Natürlich muss es auch ökonomische Kriterien geben. Ja, aber ja. So, das ist aber jetzt so ein typischer. Erst so zusammen und dann so im Nachsatz. Natürlich muss es auch ökonomische Kritik. So, richtig. Ja, natürlich muss am Ende ein Krankenhaus auch irgendwie mit begrenzten Ressourcen so umgehen, dass schon auch gut daraus Behandlung entsteht und Unterstützung für Patienten. Aber dafür zahlen wir doch beide Steuern. Ja, aber das war bis 2001, wurde nach Tagen bezahlt, wenn Sie es noch erinnern. Da hat es am Freitag geheißen, bleiben Sie doch bis Montag. Da hatten wir es war wirklich so, wir hatten die längsten Krankenhausliegezeiten in Europa, waren aber nicht gesünder, weil es wurde nach Tagen bezahlt. Dann hat man umgestellt und gesagt, da wo Patienten behandelt werden, nach diesen Pauschalen werden gebildet, ob Blinddarm oder Prostata, unterschiedliche Pauschalen, wird bezahlt. Das System hat auch seine Mängel, wie wir sehen, so die Hamsterrad, weil der entsteht. Bei Alten länger dauert als bei Jungen. Wurde zulasten der Pflege gespart, das haben wir übrigens beendet, dann die Pflege rausgenommen aus der Logik, die wird 1:1 zu 100% finanziert. Und dann sagen einige, na, ist aber auch, macht doch das so, dass einfach das Krankenhaus, was es kostet, mit dem Personal und den Strukturen, einfach dieses Budget wird überwiesen. Dann sage ich, ja, ist vernünftig. Und dann sage ich, ja, aber wenn jetzt kein Patient kommt, also wenn alle sagen, ich gehe in ein anderes Haus, weil die Qualität besser ist, und da geht keiner hin, aber wir zahlen es trotzdem jetzt für immer in der Struktur, das halte ich nicht für effizient. Dann sagen andere, naja, aber bei der Polizei und bei der Feuerwehr gehen wir ja auch nicht danach, wer kommt. Also ja, oder wie viele Einsätze sind. Also das stimmt, aber ich habe noch nie 2 Feuerwehren nebeneinander gesehen. Krankenhäuser, nämlich nur Berlin, die Struktur, die wir in Deutschland haben, ist nicht bedarfsgerecht. Ich war vorgestern in Mecklenburg-Vorpommern, eine Region, 50 Minuten Fahrzeit zum Krankenhaus. Da ist es nicht bedarfsgerecht, da fehlt eher was. Und in einer Stadt wie Berlin haben wir ehrlicherweise viele Strukturen, die neben sich einander hermachen. Jeder macht irgendwie so ein bisschen alles, aber es ist nicht besonders auf die Bedarfe koordiniert. Das Schlimmste ist, dass der Rettungswagen, der 5 Minuten entfernt ist, nicht kommt, sondern der eine Dreiviertelstunde braucht. Ich habe das noch nie begriffen. Und solange das so ist, ist eine Bezahlung, die erstmal sagt, wir bezahlen die Struktur, wie sie da ist, ist halt nicht effizient. Sobald wir eine bedarfsgerechte Struktur hätten, ich habe vorhin gesagt, schwierigste Thematik in der Kommunalpolitik sind Krankenhausstandortfragen. Krankenhausschließung ist mit das Schwierigste, oder Veränderung, muss gleich geschlossen werden. Geburtshilfe zusammenlegen mit einem anderen Krankenhaus. Was das auslöst.
Aber wir brauchen diesen Prozess zu einer flächendeckenden, guten Struktur und einer Spezialisierung in bestimmten Bereichen. Ich sage immer, wenn Sie in ein Krankenhaus kommen und die sagen, so einen Fall wie Sie hatten wir schon lange nicht mehr, da fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte schon, dass wir wir haben Krankenhäuser im Land, die machen 8 Prostata-Operationen im Jahr. Ja, falsch, das gehört ja da nicht hin. Nein. So, also in der Fläche bedarfsgerecht Notfallstrukturen auch anders finanzieren und gleichzeitig stärker bei den planbaren Dingen, ich würde 500 Kilometer fahren für eine Prostata-Operation, die das Impotenzrisiko 50% runterbringt. So groß sind die Unterschiede. Also da fahre ich auch 800 Kilometer, wenn ich weiß, ich werde nicht impotent dabei. So, und insofern könnte ich jetzt den ganzen Abend drüber reden, wie Sie merken. Ja. Ich wollte nur sagen, manchmal etwas komplexer als nur der... Um wieder meine Gemeinsamkeit zu betonen, wir waren beide für die Verpflichtung zur Masernimpfung. Würden Sie heute wieder dafür sein? Ja. Ja, ich auch. Dann wollte ich sagen, Sie waren, das müssen wir jetzt leider kurz machen, tut mir leid, der erste Bundesgesundheitsminister, der es mit einer Corona-Pandemie zu bewältigen hatte. Also, meine erste Frage. Sie haben wirklich viel Zustimmung erlebt und viel Kritik. Haben Sie sich daran gewöhnt? Nein, ich habe für mich einfach nochmal, ich will mal sehen, ich war Ende Dezember, glaube ich, der beliebteste Politiker im Land, 3 Monate später auch wieder nach unten geprügelt in der Beliebtheit, sozusagen, salopp formuliert, das habe ich irgendwann für mich, Beliebtheit finde ich ist in der Politik nicht das Kriterium, sondern Vertrauen. Mhm. Ist Vertrauen darin da, dass nach bestem Wissen und Gewissen entschieden wird, dass überhaupt entschieden wird, auch Nichtentscheidungen haben Folgen, und kann ich das, was ich da tue in diesen letzten 18 Monaten, nach bestem Wissen und Gewissen auch verantworten, von mir, von den Bürgern, von Gott? Und ja, ich sage nicht, es hat auch Fehlentscheidungen gegeben, aber alles in allem haben wir gemeinsam, finde ich jedenfalls, dieses Land gut durch die letzten 18 Monate geführt, durch die schwersten Krise der Bundesrepublik. Und das ist das, wo ich am Ende irgendwann gesagt habe, der Kurs ist da wichtiger als die Schlagzeile. Richtig. Jetzt aber mal eine Aufgabe. Jetzt haben Sie Erfahrung gesammelt, logischerweise. Mal angenommen, mit dem Wissen, das Sie jetzt haben, könnten Sie wieder von vorne anfangen. Was würden Sie anders machen? Naja, die Frage ist, wie viel vorher kann ich anfangen? Wenn ich vorher Strukturen aufbauen könnte, würde ich vor allem vor ein paar Jahren schon angefangen haben, Strukturen aufzubauen. Das Gesundheitsministerium ist ein Gesetzgebungsministerium. Wir machen zu 95% Gesetze. Das Füllen der Gesetze passiert in der Selbstverwaltung, Krankenkassen, Ärzteschaft, Ländern. Wir haben kaum operative Einheiten. Und selbst das Robert-Koch-Institut ist für sich genommen eher eine Fachbehörde als eine operative Einheit. Das fehlt. Schmerzhaft in dieser Pandemie. Und die anderen Ressorts haben für Gesundheitssituationen, wir haben ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das nach Gesetz nur im Kriegsfall agieren. Da stehen die Strukturen. Wenn ich wirklich viele Jahre vorher hätte, oder jetzt machen wir es ja auch im Nachgang, fürs nächste Mal, es wird irgendwann kommen, ob in 5 oder in 50 Jahren, weiß niemand, oder 100, aber es wird nochmal wieder passieren, Strukturen anders aufbauen, die auch auf so einen Fall vorbereitet sind. Das wäre das Erste. Bitte jetzt ganz kurze Antworten. Es gab ein Institut für Virologie in meinem Wahlkreis, Oberschöneweide, zu DDR-Zeiten, und die hatten ein Pandemiekonzept entwickelt. War es richtig, das zu schließen, Sie zu entlassen und sich das Pandemiekonzept nicht anzusehen? Ein Blick hätte doch nicht geschadet. Ich kenne jetzt die Situation nicht. Wenn Sie es so beschreiben, nein. Aber ich müsste mir es erst mal anschauen, was genau gewesen ist. Was sagen Sie den ganzen Gegnern auf den Straßen, die sagen, das ist wie Grippewelle und sie verstehen das gar nicht. Können Sie das mit einem Satz widerlegen? Man muss einfach nur jeden Tag auf die Intensivstation in die Krankenhäuser schauen. Wir haben 90.000 Todesfälle, wir haben 300.000 Menschen mit Long-Covid, Fatigue-Syndrom. Menschen, die Fatigue-Syndrom, Long-Covid haben übrigens vor allem unter 60-Jährige. Todesfälle haben wir bei den über 60-Jährigen. Wir haben, also es ist nicht Grippe. Jede Statistik, wer irgendwie ein bisschen sich mit Statistik beschäftigt, sieht einen ziemlichen Unterschied zwischen dem, was eine Grippe schon anrichten kann, und dem, was dieses Virus angerichtet hat. Warum waren die Inzidenzzahlen erst so wichtig und sind jetzt nicht mehr so wichtig?
Die sind immer noch wichtig. Es hängt ja miteinander zusammen. Wenn die Inzidenz hoch ist, steigt auch früher oder später die Hospitalisierung. Nur ist der Korrelation, sozusagen die direkte Relation, geringer geworden durch die Impfung. Ich meine, vor 2 Monaten haben nur 80% der Deutschen gesagt, wir glauben nicht daran, dass im Sommer jeder geimpft sein kann. Auch das nehmen wir manchmal so gar nicht wahr, was wir so geschafft haben. 100 Millionen Impfungen jetzt. Das macht einen Unterschied. Und dadurch können wir jetzt auch einen Parameter nehmen, der noch stärker auf die Belastung des Gesundheitswesens schaut. Warum wollten Sie Vorsitzender der CDU werden? Und wenn Sie uns das mit einem Satz erklärt haben, sagen Sie uns ein Wort zu Laschet. Ich muss echt los. Gleich fertig. Du bist aber echt... Zum Finale noch eben. Ja. Also, ich wollte CDU-Vorsitzender werden, weil ich gerne diese schöne Partei geführt hätte. So, 2018 habe ich kandidiert, weil ich es mir zutraue, weil ich es gerne gemacht hätte und auch das, was ich jetzt mache, Chevrolet gerne mache, weil ich meine Partei mag, weil ich das, was wir, ich könnte jetzt so viel, sozusagen, das ist eben christlich-demokratisch, das, was wir vorhin auch ein bisschen zu katholischer Kirche gesagt haben, erstmal den Mensch und die Welt nehmen, wie sie ist und von da aus Politik machen und nicht die Idealvorstellung haben, die meistens so irgendwie mit Ismus enden und dann den Menschen daran anpassen. Das alles, finde ich, ist ein gutes Prinzip, auch für diese 20er Jahre. So, hat nicht geklappt, offenkundig. Und trotzdem... Und das Wort zu Laschet? Nein, ich will Ihnen sagen, was ich überlegt habe. Ich habe überlegt, ich finde, wir haben jetzt bis hier eine Veranstaltung geschafft, die wenig parteipolitisch war. Ja. Und ich müsste jetzt parteipolitisch einfach werden in der Frage, warum er für mich aus fester Überzeugung die richtige Wahl ist. Aber ich weiß nicht, ob das der angemessene Abschluss für die Diskussion Satz. Hier ist. Er ist das, die richtige das, das, das war der Grund, warum ich gerade gezögert habe. Ja, ich will Ihnen, fahren Sie wirklich gerne Motorrad? Bitte? Fahren Sie wirklich gerne Motorrad? Hab ich mal, das letzte Mal, glaube ich, vor 10 Jahren. Ja. Was treiben Sie in der Kulturstiftung des Bundes? Da war ich als Finanzstaatssekretär schon nicht mehr drin, ab dem die Bundesrepublik Deutschland vertreten. Warum brauchen Sie einen Bergmannstock? Bergmannstock habe ich bekommen, auch als Staatssekretär, weil der Bund beteiligt ist in der Mittellausitz an ehemaligen Bergwerksstrukturen und ich habe da mit denen zusammen in der Region haben wir einiges entwickelt und als Dankeschön habe ich den bekommen. Meines Erachtens konnten Sie ja Ihre Eheschließung nicht richtig feiern, wegen der Pandemie. Wenn Sie das später nachholen, laden Sie mich dann ein? Ich lade Sie dann ein, wenn ich jetzt zu dem Termin darf, der um 20 Uhr begonnen hat. Na gut. Lieber Bundesminister Jens Spahn, zweifellos haben wir höchst unterschiedliche Auffassungen. Das ist schon deshalb notwendig, weil es in der Gesellschaft unterschiedliche Interessen gibt. Und zur Demokratie gehört, dass Sie repräsentiert und öffentlich erörtert werden. Und dass Sie auch andere Aufgaben haben als andere, zum Beispiel auf dem Lande, wie Sie das beschrieben haben. Viele, mich eingeschlossen, schätzen Sie wegen Ihrer Direktheit und Ihrem Mut auch zur Auseinandersetzung. Und deshalb sage ich Ihnen am Schluss, bleiben Sie so streitbar, wie Sie sind. Danke. So macht man ja dieser Tag. Danke. Dankeschön. Dankeschön.